Meine Internetleitung sagt gleich Nope. Nein. Ich will das aber nicht. Ich will das nicht. Internetleitung sagt nö. Internetleitung sagt yes. Bambusleitung sagt nein. Jatsch. Wie viele Seiten Jatsch. Öffnen sich da? Boah. Alle. Wie viele Seiten öffnen sich da? Oh, so. Alle. Viele Wege führen zum Herunterladen. Ich dachte, viele Wege führen nach Rom. Auch. Oder so. Da, Chaoten aus. Green River. Details. Mods DLCs herunterladen. Ach du Scheiße. Zip Donat. Warum? Warum hast du einen Bugatten Chiron? Bugatten. Weißen Bugatten. Ich hab die Mods doch schon. Was, wollt ihr mich verarschen? Nein. Nee. Also Brandy ist drauf. Die Abschleppstange lässt sich bei mir nicht runterladen. Lol. So, wenn ich die Mods reinschiebe. Ja. Kannst du mir einen Hof machen? Wenn du mir sagst, wie er heißen soll. Zwingerclub. Bitte? Randy, I don't know. Zwingerclub, what the ja, so fuck? Hieß mein, so hieß mein Hochfreund. Ja, genau. So, kannst reinjoinen. Achso, Yannick, du kannst mir meinen Hof erstellen, der soll dann bitte Wallenfels heißen. Wallenfels? Meiner soll dann Donator Shop heißen. Oh, ich hab doch die Mods, was ist hier los? Oh ne, wir kommen gerade wieder in Arma rein. Das ist jetzt gerade scheiße. Aha. Ich hab jemanden über Steam genixt, Ehre. Was hast du? Muss man über die Steam jemanden genixt. Ah ja. Ja. Und ich bin gestern mit einer Aero-Kommando gegen eine Wand geflogen. Also Marc, dein Hof steht, der Hof von Olli steht, der Hof von Elias steht und der von Phil kommt jetzt noch. Warum denke ich an Olli immer an Jo? So, der von Phil steht schlimm. Jetzt auch. Okay. Platzier. Alles klar, mir fehlen noch 3 Sachen, die da nicht zum Herunterladen sind. Oh oh. Kann ich die jetzt finden? So. Green River. 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 Ihr habt so. Ich weiß, dass wir ein Rad abhaben. Muss uns sagen. Deswegen heißen wir ja auch die Chaotenhaus-Community, ne? Richtig. Ah, Marc kommt drauf. Mhm. Ich erscheine, ich komme nicht. Also ich hab einen guten Hof. Naja, aber wer ist dann immerhin einmal gekommen? Ja, Alter. Oder. Los. Jetzt wollte ich gerade schon LS 2020 schreiben. What the heck? 2020! Bruder, was ist da los? Nichts. So. Ach, wir sind hier angekommen in Green River. Oh nein, raus hier. So. Green River. River. Green River. Ah, weiß ich, Green Trevor. Marc, nimmst du dir gleich den auf für deine erste Kühe? Glaube ich. Ja, nein, Wallenfels hat keine Kühe. Wallenfels hat nur die besten Stoffe auf ganz. Richtig. Ja. Also Baumwolle, okay, verstehe. Besten Stoffe, ja, aber nein. Nein. Ich sag da jetzt auch nichts zu. Sonst werdet ihr beide gebannt. Du und mein Bruder. Ach nee, Yannick hat den auch. Ich streame nicht. Ja gut, dann wird noch Marc gebannt. Das ist ich krieg nur einen Strike. Struggle. Ich bin nicht müde. Nein. Assi, Alter. Gerade die Ohren voll, Alter.
Aber ich nehme tatsächlich Feld 14. Wirklich? Ja, wirklich. Bist du sicher? Ganz sicher. Ich bin okay, super ganz, sicher. Ganz sicher. Also zu 40%? Ganz sicher. Zu 100%. Also zu 60. Ich bin aber noch nicht drauf. Achso, ich bin schon im Shop. Ja. Muss mir erstmal hier. Achso, ich bin schon im Shop, ja. Ja, keine Ahnung, der sagt ja nix. Ach nee, der Shop ist da unten, the fuck. Oh, warum bist du gerade so ekelhaft laut, Alter? Ich hab dich hier schon 700 Oktaven leiser gestellt. Oktaven. Hörst du mich jetzt dann immer noch? Ich bin ja so 7 Oktaven weiter weg. Ich hab ihn auf minus 7 BPM. BPM. Ja. Naja. Dezibel. Ja. Ich bin ein Beat. Du bist der Beat der Dummheit. Das war jetzt so. Wir hatten sich hier so einen ganz kleinen Röcher gekauft. Ich. Er hat sich einen Miniaturdrescher gekauft. Damit er dann 30 Jahre braucht, damit er das Feld fertig kriegt. Richtig. I believe I can swim. Meine ist Ding Holzkopf, gell? Ja. Eine Brandy düst erstmal mit so einem dicken. So, ist mir. Ding weg. Mit so einem dicken Ding. Eier! Musst du Bescheid sagen. Was? Wenn du Hilfe brauchst, musst du Bescheid sagen. Nee, danke. Alles gut. Ich hole mir einen Waltra. Ja. Hm, wer ist wo? Eigentlich? Synchronisiere mit anderen Spielern. Warum? Ja, wer ist jetzt DK? Elias ist DK. Ja, er kann sich auch nicht richtig benennen. Elelex, das heißt DK, nicht DK. Oh, bitte ist mir doch wurscht, wie es heißt. Von mir ist ganz auf Schwanzgesicht. Dann ist der DK. Wir sind hier in Deutschland, nicht in England. Willst du jetzt rassistisch werden, oder was? Hallo, außerdem, England ist aus Europa. Das heißt, wir haben mit denen eh nichts mehr am Hut. Ja. Auseinander, ja. Lol, der Waltra, den ich hier mir jetzt gerade geholt habe, der kann sogar noch einen Passagier mitnehmen. Geil. Swingerclub, beitreten. Mit was kann ich Baumwolle abernten? Mit einer Baumwollmaschine und das ist jetzt kein Witz. Nein, das war jetzt ernst gemeint. Nennt sich Baumwoll, also unter Baumwolltechnik mit dem Modul Express 635. Ja, der kostet nach eben 485.000, alles klar. Ja, Nick, ich brauch noch Farm Manager. Hab ich dir gerade gegeben. Okay. Deswegen fahre ich jetzt direkt mit einem mit einer Sämaschine drüber. Mach da was anderes drauf. Zürich, mich. So. Wo steht denn jetzt mal? Wow. Wie sind denn hier eigentlich die Preise auf der Map? Keine Ahnung. Ziemlich in Ordnung eigentlich. Ja, Soja und Raps kann man anpflanzen. Eier sind. Oh, Eier, genau. Geil, ich hab mal. Bin mal steil. Kann ich spielen noch nicht weiter, was war das? Ach so, R2 und Quadrat. Ach Gott, Gott. Schön gemütlich mit dem Lenkrad daddeln. Er nimmt einfach einen Mod nicht. Ja, Phil, ich daddel tatsächlich mit dem Lenkrad. Wie bei Alice. So. Nein, das ist sogar gar nicht mal so schlimm. Zum Fahr. Ja, wenn man den treffen würde. Ist zum Fahren tatsächlich. Boah, Junge, wer kauft mir die ganzen Dinger? Was für Dinger? Diese ganzen, wie sagt man? Kommen wir jetzt nicht drauf. Womit man die Sämaschine auffüllt. Die Backpacks, keine Ahnung, ich nicht. Gott. Ein Mod will er irgendwie nicht bei mir registrieren, weil wir nicht runterladen, keine Ahnung, was er da macht.
Gott, wenn ich ja nicht so viel, sagt man, Reichweite jetzt mit dem Lenkrad hätte, dann wäre das auch ein bisschen einfacher. Warte mal, kann ich die... Boah, warum leckt denn das? Weil irgendwer mal was kauft, wahrscheinlich. Achso. Muss ich dieses E4 Will Arms LM? Janik? Hm? Kannst du mal kurz unter Garage gucken, was du da alles hast? Warum? Hast du da zufällig die ganzen Ställe? Also ich habe komische Tore und sowas, aber das war's. Ich habe keinerlei Ställe. Okay, dann check ich nicht, warum hier die Trigger nicht funktionieren. Wahrscheinlich, weil du das Land nicht gekauft hast. Ich stehe gerade auf dem Land, was ich gekauft habe. Ja, ja, kann ich auch riechen, wenn ich die Karte nicht offen habe, oder? Welche Farbe hast du denn, Brandy? Bin ich, du bist jetzt direkt neben meinem Hof, was? Und mir Mark gerade entgegen. Ja, ja. Dann ist meine Einfahrt. Hey, gibt's irgendwie keinen Triggerpunkt, wo ich... Ja, ja, ich muss einmal alle Tore aufmachen, weil nur der Host... Soll ich die alle aufmachen? Nee, hier, die krieg ich auf. Ja, die aber nicht von den Hallen. Die Hallen gehören doch alle mir, weil der Host die doch hat. Oh ja. Deshalb frage ich, ob ich dir alles aufmachen soll. Kannst du hier Tiere kaufen? Ja, kann ich. Wow. Okay, da muss ich dir Bescheid sagen. Ja. Kannst du mir hier auch vielleicht, wenn das hier aufgeht, hier auch irgendwas aufmachen, wo ich jetzt gerade bin? Gib mir eine Sekunde. Dann musst du. Ne, warte, hat sie erledigt, hat sie erledigt. Da muss ich nicht, ja. Gut, hab mich vertan. Ich hab mir erstmal die Stadt gekauft. Wie gesagt, wenn ich dir alles aufmachen soll jetzt, dann sag's mir einfach, Brandy. Dann ja, mach ich dir jetzt alles auf. Wurde gerade hier besser mal. Na, das ist ein bisschen scheiße geregelt von LS17. LS17, glaube ich. Gibt's noch irgendwas, was ich aufmachen muss? Ja, da hinten ist das noch. Das war aber jetzt sehr knapp, ne? Olli? Ja. Bisschen. Achso, du warst das, ja. Ja. Ja, jetzt sind eigentlich alle offen. Das Ding ist halt, ich könnte euch allen Lohnunternehmerstatus geben. Das heißt aber, ihr könntet alle bei mir meine Sachen verkaufen und sowas. Und das müssen es sein. Verkaufen mich? Klar, also gut, ihr könnt aber mit meinem Zeug fahren, dann wisst ihr nicht mehr, wann eure Sachen sind. Ja, und das wäre ein bisschen irritierend. Ja. Also brauchst du was, was ich hier aufmachen muss, Marc, oder nicht? Nein, nein, gerade nicht. Ich melde mich. Aber es kann wahrscheinlich sein, dass ich jetzt gleich nochmal eben kurz rausgehe und mein Lenkrad hier nochmal eben kurz einstelle. Weil das schlirrt hinterher. Also ich brauche fast eine halbe Umdrehung, damit es überhaupt in-game erkannt wird. Mhm. Das ist kacke. Ja. Phil, soll ich dir aus meinem Mod-Ordner die ganzen Mods einfach hochladen in Teamspeak? Ich komme gleich. Nur mit einem Mod, und zwar den hatte ich schon. Nur das erkennt er anscheinend nicht. Welchen Mod? Diesen Anhänger. Dann geht doch nicht flashen, warum nicht? Hast du LS17 im Hintergrund offen? Ja.
Ich stehe jetzt wow. Zwei gelbe New Holland von dem kleinen. Ah ja, ich werde einfach von so einem Auto weggeschoben. Ja, ich habe auch noch einen, warte, ich hole ihn dann gleich. Ist das von den Autos hier so Standard, dass man, dass die einen nicht mögen? Ja. Ja. Aber ohne Verkehr wäre es ja langweilig. Ja. Kann man sich ja gar nicht aufregen. Halb, ja. Stimmt. Janik? Ja. Warum hast du da unten ein Hof und Feld 7 gekauft? Nicht? Ja. Mein Hof hat er sich nicht gekauft. Hast du es einfach nur so gekauft oder? Was? Das Feld oder was? Ja, das Feld 7 oben bei mir da. Nee, das habe ich nicht einfach so gekauft. Weil es ein bisschen weit weg ist. Was? Als Übergangsfeld oder was? Ja, bis ich mehr Geld habe, ja. Und dir dann Feld 26 holen kannst, ne? Nee, das werde ich mir nicht holen, das ist mir dann doch zu groß. Ja, der hat einfach nur ein Problem mit diesem scheiß Anhänger. Hast du den vielleicht noch nicht geupdatet? Wollte ich die ganze Zeit machen, aber dann würde er mir eine lange Zeit lang warte und danach muss ich den nochmal updaten, warum auch immer. Kommt da ein Auto wieder vor? Der KI-Verkehr mit seinem scheiß Gehupe, wenn die nicht hupen können, sind sie auch geisteskrank. Ja. Oh, ein Schweinestall ist ja auch noch. Gibt es eigentlich noch ein Kuhstall irgendwo außer der bei dir? Gar nicht. Müsstest du kaufen. Kann ich nicht sagen. Achtung, ich join jetzt neu. Boah, es konnte keine Verbindung zum Server hergestellt werden. Leck mich doch. Warte, wo verkauft man hier das Stroh? Und wie sah Stroh jetzt nochmal aus? Wieso komme ich denn jetzt nicht mehr zum LS-Server? Kann ich dir nicht verraten. Ja, wir sind noch drauf. Spiel Neustart. Naja. Habe ich ja gerade schon. Lol. Einfach nochmal neu versuchen, war bei mir auch so. Ich liebe sowas. Man hört auch gar nicht deine Ironie raus oder so. Ich liebe es. Was ist eigentlich dieses Universal-Wissen? Das heißt, alle Spieler können. Also, man kann beim Traktor kaufen und sowas einstellen, ob nur Leute vom eigenen Hof oder ob alle Spieler mit einem mitfahren können. Ah, cool. Ah, das ist das Universal-Passenger. Okay. Ich habe eingestellt, dass jeder mitfahren kann. Bei mir auch. Hab ich auch. Ganz sicher nicht. Boah, nee, LS mag mich jetzt gerade tatsächlich gar nicht. Na warte, ich starte mal eben kurz Team neu. Der LS mag dich nicht? Ich ja, komme LS. Morgen hier auf den Server. Ist doch klar, weil ich nehme ja noch einen Space Engineer Server die ganze Zeit am Laufen ab. Ja, ich habe die ganze Zeit einen Space Engineer Server am Laufen. Und dann wunderst du dich noch, ne? Ja, naja, der stört eigentlich nicht. Der Mod wurde zu Donut hinzugefügt.
Ein Donut. Aber wenn ich auf aktualisieren drücke, dann aktualisiert er und mehr macht er auch nicht. Dann geht er wieder zurück. Dann deinstallieren mal und installieren neu. Ja, schön, ich habe jetzt einen neuen Gegenstand, das ist so ideal von Alice. Latschen möchtet. Nö, es konnte keine Verbindung zum Server hergestellt werden. Ich hasse das. Oh. Warte. Oh, Server einstellen. Ja, an dir liegt's ja nicht. Ich komme ja gar nicht in den Haupt-Multiplayer-Server rein. Ah ja, das hatte ich auch. Ich muss danach einmal meinen Rechner neu starten. Endlich! Ja, ich hab's hinbekommen ohne Rechner neu starten. Einfach immer wieder probiert. Ich hab Auto-Accept jetzt einfach angemacht. Ich kenne eh nur wer das Passwort. Was hast du? Ich hab Auto-Accept jetzt angemacht beim Server. Aha. Ich meine, es kennt eh nur wir das Passwort, also juckt ja nicht. Na, ja. Ja! Mit drinne. Und jetzt hast du viel Spaß bei nochmal freien Fläche suchen. Wenn jetzt alle euch schon untereinander aufgeteilt habt, töte ich irgendeinen. Kannst bei mir mit zur Stadt da und ihr da ein bisschen was machen. Ich hab mir die Stadt gekauft. Ihr habt doch gar nicht so viel weggekauft. Ich hab schon andere. Man könnte nach oben bei der 12 kaufen. 12 ist nicht 12. Bei der 23. Vielleicht hat hier auch niemand mit der Quere kommen will. Man könnte auch bei der 1-2 so. Ja, meine ich ja. Bei Feld 26 den Hof habe ich mich schon geholt. Die Felder sind ein bisschen beschissen. Das heißt? Was überhaupt? Ah, natürlich doch nicht. Lol. Felder sind verfickt teuer. Ja. Ich hab ein Feld für 500k gekriegt. Okay, dann ist meins ja noch billig. Ich hab mir auch so ein kleines Ding da geholt. Kommst du aus meinem Grundstück überhaupt raus, Phil? Warte mal, wo bist du? Da kannst du über den Zaun springen. Als ob ich da nicht rauskomme, als ob du jetzt alles abgesperrt hast. Quarantäne. Nee, hätte ja sein können, dass du das Tor nicht öffnen kannst, aber kannst du über den Zaun springen. Hat irgendwer ein Problem damit, dass ich mir Feld Nummer 4 kralle? Nein. Mach doch. Da ist Baumwolle drauf, by the way. Einfach neu mit dem. Nee, du kannst einfach mit dem Dinges drüber fahren. Ober. Genau. Und dann so wie ich. Ach, Nummer Feld 23 tut's doch auch. Da geht man einmal aus dem Spiel raus und schon hat man mal wieder das Problem, dass man nicht joinen kann. Tja, Marc. Ah, jetzt geht's. Scheiße. Da, Chaotenhaus. Man muss sich einfach nur beschweren, dann geht das. Ja. Erstmal Steam Support schreiben, wie inkompetent seid ihr denn bitte? Ja, Steam kann ja dafür weniger was, Mr. LS. Autismus! Richtig rein! Also das Synchronisieren ging jetzt schneller als vorhin. Mhm. Oh, schon fertig? Moin, Brandy. Moin. Und wo kann ich das bitte einstellen? Da fährt er mit seinem Grober. Hallöchen, Herr Schaper. Hast du eine eigene Insel oder bist du bei mir?
Nein, du hast eine eigene Insel. Gut. Ha, oh, ist das schön. Oh, hold on, Gott. Jetzt muss ich aber tatsächlich voll aufpassen. Ja, bitte erst zunächst den Motor anmachen. Das war plötzlich, ja? Ja. Ja. Muss ich schauen. Jetzt habe ich mir Feld Nummer 23 gekrallt. Was ist denn das? Da ist irgendwas drauf. Ja, ist ja da Hafer drauf. Hafer ist doch gut. Ja. Irgendwas gegen Hafer, Alter. Also ich weiß ja auch nicht, was mit der KI los ist. Ich habe meinen Helfer auf dem Feld und die KI stockt einfach ab und zu. Was vom Bauernhof? Und achso, Universalbinde. Das gewährt alle Spieler nur vom Bauernhof. Ach komm, ich bin mal so nett und gewähre allen. Aber wenn mir einer meinen Schatz. Die können nur auf deinem Beifahrer mitfahren, also. Ah, so. Das hätte ich mir rausgeboxt, so scheiße. Ey, what the fuck? Hm? Nix schon gut. Ein Lenkrad ist dafür nicht, also das Spiel ist dafür nicht ausgelegt, ein 900 Grad Lenkrad zu nehmen. LS17, ja. Kann ich auch nicht verstehen. Hä? Ja, keine Ahnung. Don't ask questions. Genau. Just deal with it. Wenn ich zu weit einlenke, dann. Gibt's da so ein paar Probleme. Ein Wolf. Ein Wolf. Ja, fahr erstmal direkt in die falsche Richtung. Du hast dir Feld 23 gekrallt, ne, Phil? Jupp. Da ist Weizen drauf. Nee. Doch. Ich hab doch gerade geguckt. Das war vor also, oben. Also wenn ich bei mir das Weizen wegklicke, ist... Achso, das Feld 31. Was? 23 ist Hafer, was, was, was? Also Feld ist bei mir Weizen drauf und nicht... Du machst jetzt Sojabohnen drauf, GG. Scheiße, das sieht aus, als wäre da nichts drauf. Wai, ja, ja. Deswegen guckt man euer Wasser drauf, ey. Ich hab da ja nichts gesehen. Feld 23. Wenn man aussteigt und dann auf Feldinfo guckt, siehst du es auch damit angepflanzt. Ah, scheiße, das ist noch ein Wachstum. Leute, ich habe gerade aus Versehen meinen Trecker in Wasser versenkt. Ja, dafür gibt's die Abschleppstange, du. Nee, ich setz ihn zurück. Machst du was noch? Schlag. Warum? Ey, weg von meinem Träger, du. Ey, lass mich doch einsteigen. Ja, den hab ich nicht auf Universalfest hintergestellt. Achso. Geht das überhaupt bei dem? Ich habe gar keine Ausführung dafür bekommen. Umschalt links Y. Ach du Heiliger. Musst du benutzen. Im Ernst, du hast... Achso, ich dachte schon, du hättest eine... Nee, bei dem Träger geht das nicht. Geht nur ab Mittelklassik und den größeren. Aha. Bei meinem geht es auch. Warte, bei Mittelklassik. Ich hab nur mittelgroß und ganz groß. Ich hab einen kompakt. Ja, meiner ist. Meiner ist kompakt, ja. Ich glaube, wir sollten noch Silos reintun, wo man Dünger und sowas rein. Bekommt. Aber. Weil das wäre dann einfacher, anstatt die ganze Zeit diese scheiß Big Packs Paletten. Ach. Oder Gleichdünger und Saatgutproduktion. Geht doch hier gar nicht, oder? Wenn man dann geht's doch. Klar, ich hab Mods dafür. Ja. Brandine, das mein ich doch gar nicht. Engine-Skinos. Du bist aber auch mal wieder so dusselig wie sonst. Du manchmal nicht, oder was? Wie war angefangen, wie wurde beendet? Da würde ich jetzt auch was anderes sagen. So, ich kauf mir jetzt einen Gabelstapler. Ja, hat man gemerkt.
Willst du ein bisschen hochstapeln oder was? Genau. Da hat man immer diese Hochstapler, Alter. Genau. Brandy, da hat man gemerkt. Brandy, da hat man gemerkt. Brandy? Warte. Du hast gerade gesagt, da hat man gemerkt und dann. Was hat man gemerkt? Ich habe gesagt, das hat man gemerkt, da wegen den Kaufen. Leck. Also. Ja, das ist manchmal so ein bisschen scheiße mit den Treckern. Die Technik dafür scheint auch noch nicht ganz ausgereift zu sein, habe ich das Gefühl. Ja, entweder sind sie zu teuer, haben dafür aber gute Leistung, oder sie sind halt zu billig und haben dafür gar keine Leistung mehr. Manche Maschinen fordern halt Leistung. Irgendwer hat gerade was richtig Großes gekauft. Ja, einer hat. Nein, ich habe gerade bei einem Anhänger hier was eingestellt. Achso. Alles gut. Es gibt eine Abschleppstange und ich glaube irgendeinen anderen Trailer habe ich noch mit. Ich habe einen kleinen. Ja. So, wo ist denn mein Hochstapler? Da ist mein Hochstapler. Ja, das war klar, dass der DK sich die ganzen direkt Big Packs gekauft. Ich habe mir die Paletten gekauft, nicht die Big Packs. Wo ich hier gleich angemacht habe. Ich frag nach Big Packs, wer hat die gekauft? Ich hab die aber nicht gekauft. Nee, die Big Packs, das war bestimmt wieder. Ja, aber ich frag nach den Big Packs, du sagst ich. Und danach sagst du, hab ich nicht gekauft. Was soll das? Mann, Alter. Taktische Verarsche. Marc, das ist meiner, glaube ich. Ich glaube, deiner ist hier. Ihr seid nur welche. Lol, ist meiner. Ciao! Hat der, wer ist jetzt? Hat der Ben Anhängerkupplung? Ich musste gucken, ich weiß ja, nicht. Ja, hat er. Okay, dann nehme ich mir den. Wenn sein halt hier alle da stehen und niemand was macht, außer ich. Ich lass grad, Helfer auf mein Feld kommen. Oh wow. Ich auch. Feld. Mach alles allein. Guck dir mein Feld an. Das ist absolut verwinkelt. Von den Pfosten her. Wenn das so krass verwinkelt ist, dann wünsch ich deinem Helfer viel Spaß, um das richtig zu machen. Da hast du mal die Stimme abgehoben. Geil, wer gerade was grad gekauft hat, dadurch bin ich gerade im Wasser gelandet. Billy, ich bin gerade durch dich durchgefahren. Ja, da habe ich schon gesehen, danke. Mein gebrochenes Bein, danke. Ich wollte gerade sagen, du wärst jetzt schon tot. So, Palettengabel dran. So, mein Anhänger erkennt man, weil meiner hat nicht so eine scheiß Stange vorne dran. Das hasse ich. Sieht ekelhaft aus. Ich liebe diese Stange. Was ist denn eigentlich alles an jetzt? Alles an. Unkraut aus, Pflanzen sterben aus, der Rest ist an. Okay. Na komm, nimm das Saatgut, Olgi. Boah, ich finde, meine Kombi sieht einfach so schön aus. Deine Kombi sieht einfach so zum Kotzen aus. Ich klatsche, Kulle. Komm her, Alter. Steig aus deinem scheiß Gabelstapler raus, ey. Pam, geh ich aufs Maul, Alter. Zu ach geil. So, Marc. Nein. Ich glaube, Phil hat ein kleines Problem mit ADHS. Kannst du deinen Gabelstapler Autos klauen, gell? Ich weiß. Wenn Phil nicht lieb ist, klaue ich dem gleich sein. Ich hab was geliebt, ich hab ihm gestern auch sein Pickup geklaut. Als ging als Privatjet! 12 Uhr und er trägt. Komm, 12 Uhr nach der Schule, Alter. Ah ja. So, jetzt brauche ich auch ein paar Big Packs. Boah, wer auch immer diese ganzen Big Packs hier bestellt hat, kann er die wenigstens mal verkaufen, damit man sich hier nicht irgendwie durcheinander kommt. Kann man nicht verkaufen. Dann soll er die wenigstens zur Seite schieben oder so. Ja, dann mach ich das sonst. Die Big Packs könnt ihr euch dann einfach nehmen. Punkt. Ja, nee, nur die Person, die sich gekauft hat, kann sie nehmen. Wow, das ist ja mal echt wow. Ja, dann hol ich mir gleich halt so eine Schippe und dann schiebe ich die alle an die Hauswand. Ist mir doch egal. Oder du nimmst sie einfach mit auf deinen Hof. Ja, was soll ich denn damit? Bring sie mir nicht können. Meine. Ja, wie soll ich denn meine herausfinden? Ich müsste dann die ganze Zeit hier rumsuchen.
Oder wenigstens mit meinem scheiß Seemaschine daneben fahren. Ist ja dämlich. Also ich finde, mein Hof ist schon am sexiesten. Sexiesten? Eine schöne Einfahrt. Ich finde meine Stadt am schönsten. Ich hab dir einfach eine ganze Stadt gegönnt, weißt du? Richtig. Also ich verstehe jetzt gerade den Sinn des dieses Aufliegers irgendwie nicht. Wieso? Welchen Auflieger? Meinst du den Flachbrett oder was? Ja, weil der hat halt... Ach so. Damit kannst du Sachen transportieren. Ja, jetzt habe ich auch verstanden, wofür der mittlere Mausbutton ist. Ich kann das Ding auch noch feststellen, wenn ich will. Hä? Ja. Ach, Sherlock. Auch mal drauf gekommen. Ach, da setzt das Sprachzentrum aus. Ach, Lernbubble. Ach Gott, mit seinem kleinen Hänger hier. Kleinen Hänger, ich geb dir. Backpfeife links, rechts. Und dann liegt ein Problem, da der ist, weißt du? What the heck, was ist mit meinem Lenkrad los? Das backt ja mal so. Porter gekauft. Das war Phil. Das ist meiner. Was ist los? Was gibt's da zum Lachen, Brandy? Ja? Hast gar keinen. Also sag mal, das Transit. Was soll ich auch damit? Ja. Guck, du siehst einfach den Sinn nicht, also. Schämlich. Ja, okay, also die Fahrzeuge sind einfach mal so null für Lenkräder ausgefahren. Ausgestattet, Wofür genau ist das scheiß Mausrad jetzt? Damit du den Anhänger hinten feststellen, damit du die Feststellung kannst. Ah ja, da. Ich sehe es gerade. Nee, damit du feststellen kannst. Ja, du kannst auch X drücken. Fahr mal mit deinem Transporter hier weg, danke. Kollege. Kollege Bratwurst. Ich dachte einfach meinen Transporter, ich glaub's aber nicht. Hast du gerade gesagt, Kollege Bratwurst? Nein. Ja. Aber ey, Kollege. Ich hatte Kollege gesagt. Bratwurst. Was für Bratwurst, Alter? Wasch mal eure Ohren. Wasch du mal deinen Mund. Rostwurst, Alter. Für eine rostige Bratwurst. Ich hab echt eine Wurst gekifft, ey. Kiffholz. Bratwurst. Nur von Heinz. Genau. Nur von Brutschler. Genau, die Brutschlerwurst. Brutschigste von beide, Brutschler. Ihr habt doch beide einen Sprung in der Schüssel, Alter. Nein, wir sind halt... Und der Schüssel. Wir sind halt RP, ne? So RP. Was hat das, genau. Was hat das mit RP zu tun, wenn ihr beide voll die Vollidioten dort seid? Wir sind Vollidioten einfach, weil wenn uns langweilig ist, macht... Wer kauft sich einen Gabelstapler? Ich, damit ich hochstapeln kann. Du alter Hochstapler, du. So muss das. So muss das. So muss das und nicht anders. Drei. Drei, ich nehme mir die Tankstelle hier als hoch. Ich kauf mir die Tankstelle. Willst du dann noch 10% von den Einnahmen haben oder was? Nee, nur so 2,5. Oh, Job wollen wir. 2,5% der Einnahmen. Easy. Okay, zum Glück muss ich nicht durch. Ich habe auf dem Hof eine. Ja, gut, dann gönne ich mir jetzt auch mal diesen Hochstapler. Verkaufen. Ja. Das neben Feld Nummer 11. Was ist das? Das Ding neben Feld Nummer 11 ist das Ding neben Feld Nummer 11. Ich hab nur einen Plan, was du meinst. Ich denke einfach. Er meint das Ding neben Hof 11. Hab ich jetzt auch halt gekauft. Das Ding neben Hof 11. Kann man hier Missionen machen? Nee, ne? Wir können ja nur so stapeln. Boah, Junge, mach du hast. Doch, kannst du. Aufträge gibt's. Phil? Ja? Warum kaufst du dir einen Schweinestall? Ist das ein Schweinestall? Ja. Nein, nein. Tja! Verpiss dich! Weil ich vielleicht irgendwann mal Schweine haben will? Also musst du selbst in den Stall, okay. Witzig! Nee, es ist nicht witzig. Es ist unterhaltsam. Verpiss dich, Marc! Geh weg! Verpiss dich! Verpiss dich! Och du Junge! Wir haben Spaß. Ich verbrenne dich gleich, Alter. Alles klar. Was denn? Ich geh mir erstmal meinen Schweinehof an. Ja, klar, erstmal so ein riesen Mähdrescher. Hey, den hab ich auch. Ach, Macher.
Weil ich ihn früher hatte. Ich dachte, ich könnte auf die Gabel nehmen. Kann ja gleich mal der Gabelstapler klauen. Ich schieb jetzt diese Big Macs zur Seite, Alter, die nerven. Ja, ich frag immer noch, wer die gekauft hat, sonst werf ich die gleich in den Fluss oder so. Ja, tu das. Ja, wem gehören die denn? Man kann voll wenig bestellen wegen dem. Wo hast du denn dein Big Pack Lager? Ja, im Wasser. Warum ist hier ein... Ja. So, aufgeräumt hier. Och man, mein Gabelstapler. Marc, kannst du mir mal kurz helfen? Nee. Also... Alles klar. Ah ja, Marc, du hast die Stützen hinten noch unten. Okay, das ist echt? Ja. Nee, kann man nicht. Der Anhänger slidet die ganze Zeit durch die Gegend, er rafft's halt nicht. Ach so. Beyblade, hui. Hey, Beyblade, that little strip. So, ich hab's. Ah ja, strip. Na, geh doch rein. Ich könnte mir einfach so einen Spielplatz kaufen, ne? Ist doch auch geil. Jolli. Das wird nur ein Spielplatz. Keine Ahnung, hier ist aber ein großer Parkplatz. Könnte meine Farm werden. Apropos Spielplatz, was hat vier Arme und vier Beine und einen Arm? Glücklicher Mittel auf Kinderspielplatz. Wow. Ja, Lenny, ich weiß, wer du bist. Deswegen auch nee, nein. Weiß ich nicht. Was? Warum redet es nicht? Warum redet es nicht? Warum redet was nicht? Es. Richtig, es. Genau. Es zieht euch auch in die Kanalisation, oder? Ich bin verloren. What the fuck? Was nein, denn? Was hab ich denn jetzt hier ausgefahren? welche Farbe hast du denn nochmal? Ich? Ach, da bist du mal. Ah ja, ich hab den Tieflader ausgeklappt. Ah, deswegen. Gönn dir. Okay. Was ist der Typ? Den tiefen Lader, ja, ja. Ja, den tiefen Lader. Eieiei. Hey, ich muss immer noch einen Platz über den Hof finden. Börse. Ich kann ja einmal über die Nacht fahren und gucken, ob ich noch was für dich finde, Phil. Bei Motorstaden, ja, wie denn? Ich fertig einen Motor. Motor. Ein Momomor. Oh! Ein Momomor-Monster. Auto machen so. Wo ist das Feld 6 hin, Alter? Und ich fahre mit einem Gabelstapler durch die Gegend. Ja, mit einem. Du hast echt ein Rad ab, sag ich ja. Es gibt da so eine Nummer 12, das ist in der Nähe der BGA. Aber kauf mir jetzt einfach BGA. Das ist Green. Wie ist die Map? Green River. Genau. Green River 2019. Hier gibt's einfach nichts mehr für mich. Entweder kauf ich mir einen Spielplatz oder scheiß Schweinestall. Auf den Schweinestall. Hoffentlich sehe ich ja noch was. Kauft ihr den Schweinestall. Ei. Ich soll nichts mehr, ne? Das sind die Felder. Also hier wäre noch was und du hättest hier sogar deine eigene Abladestation. Wo bist denn du? Da unten. Bei Feld, sag schon, wie heißt es? 30. Ja, aber. Da ist zwar Grind nix, aber scheiß drauf. Kann ich Sonnenblumen mit einem normalen Schneidewerk schneiden? Ach, die kannst du gar nicht kaufen, vergiss es. Ja. Was schneiden mit Schneidewerk? Ding. Ich würde halt, wenn ich genug Geld habe, mir glaube ich das kleine Waldstück da kaufen. Über mein Feld. Bei der 12 oder was? Nee. Bei Nummer 9 und 22, 12. Ja, da ist zwar auch noch eine Überlegung wert, aber ich weiß nicht genau, was das ist. Was? Das ist bei der Nummer 12. Das ist ein kleines Waldstück. Ich bin schon umsonst hierher gekommen. Ich glaube lieber nochmal das zwischen 23 und 9 holen. Er hat sich eigentlich gerade die Tanke gekauft. Meinst du da wo die Tankstelle ist? Ja, das ist ein Hof. Ja, das ist meiner. Okay, ich hab mir den da drüber geholt. Ach, Tachchen, Olli. Ja, da drüber? Die wieder da drüber. Hm? Olli, was ja, da drüber ist noch ein Hof. Über deinem. Ja, oder weniger. Zu Feld 5 irgendwie kommen. Ich dachte, das ist noch frei, ne? Achso, das ist über Brandy. Bei 21 ist Brandy. Meiner ist bei 26.
Kannst du mal kurz die Tore hier aufmachen, bitte? Ich bin unterwegs. Okay. Oh! Ich hab den Weltkriegsbunker! Geil! Hä, warum kaufst du dir einen Schweinestall, Alter? Ja, ich? Ja. Schweinemarkt. Ey, ich hau da drauf. Ach, weißt du, was, ich kauf mir jetzt aber das kleine Waldstück da zwischen 21 und. Hey, Brandy! 11. Was ist? Willst du kurz rumkommen? Ich brauch noch ein Vieh. Alles. Ehre dann genommen. Dann hörst du doch selber rein, Alter. Oh. Ehre genimmt, Alter. Das Problem ist, mir kann man keine Ehre nehmen. Ich kann Ehre. Du besitzt keine. Richtig. Und ja, du hast doch kein Niveau. Aber dafür besitze ich mehr Weiber als mein Bruder. Hi. Ich brauche nicht 10.000 Weiber, by the way. Ah, F plus Regel. Hat für ein Vieh. Er redet von Freundschaftsklaus. Ich hab jetzt den Fleischbildplatz eingebaut. Das ist eine Freundschaft. Ich würde sagen, eine Freundschaft mit Geschlechtsverkehr. Oh Mann. Ah ja. Also nichts Festes. Aber nichts Unfestes. We know what you mean. Richtig. Es ist nichts Festes, aber es ist auch nichts Ganzes. Wer ist da hinter mir und kommt gerade angerauscht? Ich. Ja. Ich. Ganz schnell auf meinen Spielplatz. Woo! Oh, scheiße. Posi. Eins. Bist du da vielleicht mal wegfahren, du Kekkerino? Kekkerino. Kekkerino, Alter. Ja, das ist richtig, Brandy. Ey, warum kommen alle hier hinten bei mir hin, ne? Hey, jetzt beschwer dich mal nicht. Was wolltest du sagen, Brandy? Mach dir hinten das Tor auch nochmal auf, Elias. Jo. Ich hab so einen Unterschied, Feld 5 und Feld 31. Das, soll ich dir das Tor auch aufmachen, damit du hier reinfahren kannst mit deinen Autos oder was? Ja. Ich bin schwer beladen, ich kann nicht fahren. Marc, du bist nicht schwer beladen, du bist schwer behindert. Er ist schwerst behindert und schwer beladen, beides. Was geht gerade mit meinem Anhänger schief? Warum fährt er die... Oh, what the heck? Es gibt ein kleines Problem bei mir. Welches? Mein Traktor ist versenkt und hat jetzt noch den Anhänger dran. Bist du behindert? Warum frage ich überhaupt noch? Wenn man die Antwort schon weiß. Ja! Du Legende, Alter. Abschleppstange. Ja, der Anhänger ist tatsächlich ein bisschen behindert. Welcher? Der Kleine. Ist in die falsche Richtung, Otto? Find ich nicht. Ich finde den ganz gut. Ja, bei mir fährt er sich die ganze Zeit aus. Warum auch immer. Ja. Oder ist gerade irgendwer in den Wagen gejoint? Nee, ist er nicht. Welchen Wagen hast du denn? Ich hab hier den Gabelstapler. Ja, wow. Du musst vielleicht dein ganzes Zeug erstmal wieder ankoppeln, ne? Dein Gabelstapler, wie du den wirklich versuchst, mal aufzurichten. Oh. Achtung. Welchen Geld habe ich noch? Erzählen wir ein Land, was mal sehr billig ist? Nee, anscheinend nicht. LOL! Was ist passiert, Leute? Der Gabelstapler hat sich selbst von selbst aufgerichtet, weil mein Bruder ihn einfach nur eingelenkt hat. The fuck. Ja, der Gabelstapler ist nice. Der kann alles. Der kann alles. Ja. Selbst Frauen hochstapeln. Ich wollte gerade sagen, voll Abschluss. Wer hat den Anhänger da verloren? Ich hab Brandy. Gesagt, bin hier reingefahren. Soll ich dir den rausschieben? Die Frage ist, wie kriegt man den da weg? Geh weg, ich versuch's. Bisschen kompetent, Brandy. Ah! Geh. Warte, hat der. Ja, hat der hinten einen Anhängerkopf? Nee, hat er nicht. Ja, da kann ich auch nicht helfen. Tschüss. Money too. Warte, ich hab ne Idee. Oh, Brandy, jetzt kommt gleich noch sein Kumo. Welche Seite? Bestimmt noch Anhängerfolge. Brandy, wie wär's, wenn du dich an die Kopplung schon mal stellst und ich schieb ihn dir da raus, weil ich kann mehr Speed aufwenden und dementsprechend mehr Kraft. Auf, dann geh mal da weg, Brandy. Dann hol ich ihn jetzt da raus. Oder so. Na, hast du. Passt. Ja, Baum. Baum fällt. Jetzt noch? Heil da wegkommen.
Das wirst du doch wohl hinkriegen. Ich hoffe es. Es ist selbst noch nicht mal sicher. Ja, wenn ich da schon wieder die KI sehe. Also LS19 Multiplayer macht definitiv mehr Spaß als alleine. Ja, wer spielt auch alleine einen Multiplayer? Hey, bist du behindert? Du sagst Solo gerade, LS19 Multiplayer macht mehr Spaß als alleine. Hä, ich hab gesagt, LS19 im Multiplayer macht mehr Spaß als ja, alleine. Ja, das ist halt dann nicht durchgekommen, Keck. Ihr keckt euch aber auch heute irgendwie sehr gut an, oder? Wir sind Brüder, natürlich kecken wir uns gegenseitig an. Ihr seid echte Kecks. Du bist hier der größte Keck. Nein. Oh doch. Wir sind die Mittelkeckos. Lange. Nee, ihr seid die Popo-Piraten. Oh, Leute, ich hänge. Helft mir. Oh nein. Jeder weiß, ich bin unterwegs. Dass du hängst. Nein, hat sich schon erledigt. Ich bin wieder frei, nur mein Gabelstapler liegt auf der Seite. Mann, ja, warte. Wir alle sind hängen geblieben. Ja, in irgendeinem Warum Lebens, hängt ja. das Spiel die ganze Zeit? Warum leckt das hier so? Keine Ahnung, bei mir leckt es nicht. Ja, weil du auch der Hoster bist, du Dussel. Ja, bei mir hängt es an. So, Gabelstapler steht. Trotzdem würde es bei mir dann auch lecken, wenn es bei dir auch leckt, du Keck. Weil von mir doch alles ausgeht, jede Aktion, du Vogel. Oh Mann, deshalb wird's bei mir doch auch lecken. Nein, ihr nicht. Ich glaub, du solltest dein Streamer hinschreiben, wir keggen und gerne. Glaub ich, ja. Er schreibt den Supporter, wollen wir uns mal keggen. Ich glaub, Schaffler steht, oder? Ja, der steht. Vielleicht doch. LS19 mit Kecks. Ja. Jetzt lass doch mal meinen Ballen da stehen, du Keck. Lass doch mal meinen Ballen da stehen. Ey, du Arsch! Was war das jetzt? Ey, verpiss dich mit deinem Stab. Ich gabel dich. Ich gabel dich. Also Marc, Pissbus kickt ja gerade bei jedem rein, Alter. Ja, nein, nein. Oh, okay. Du stehst da wieder. Alter. Du Kickinator. Ich gabel dich. Ich bin schneller als du, du Lappen. Ich vergabel dich. Ich bin schneller als du, du Lappen. Elias. Was denn? Ich vergase dich gehört. Das hat jeder gehört. Ich hab nur gehört. Gesagt, ich vergase. Der meint die Rettungsgasse. Richtig. Ja, ja. Ich vergasse. Ich vertreibe die Rettungsgasse. Ja, Mann. Vertreibe. Ehre. Genehmigt. Damit die Sanitäter und so überhaupt nicht durchkommen. Ich betreibe die Rettungsgasse und hab sehr wenig Erfolg damit. Ehre entwendet. In an der Pfanne gewendet, in und nach Afrika versendet, ja. Verwendet, an die Ecke gesendet, auf YouTube getrendet, von der Sonne geplendet. Geplendet, Leben beendet. Irgendwie so ging der Spruch. Oh, warte, ich kann eher nachgucken. Erstmal Sticker anschauen, so muss das. Ehre entwendet und nach Afrika versendet, nein. In Afrika, die brauchen eh keine. Warum fährt mein Ding gerade eigentlich selbst? Jetzt Wuhan, gell? Hast du Tempomat an? Nein! Griff, gib ihm! Nicht geklappt, scheiße. Jalla, Bruder, gib ihm. Jalla, Bruder, gib ihm. Na jetzt! Meine Güte. Der ist jetzt die ganze Zeit rückwärts gefahren. Großer blauer Traktor. Okay! Du bist behindert. Was? Buch! Wasch! Ehre entwendet, in der Pfanne gewendet, im Gefängnis geschändet, als Kondom verwendet, zur Ex gesendet, auf YouTube getrendet, von der Sonne geblendet, nach Afrika gespendet, dort verschwendet und Leben beendet. Ja, gut. Ja, solche Sticker krieg ich geschickt. Das sind doch cool, Alter. Du hast viel bessere Sticker von mir. Ja, du mit deinen Rassisten-Stickern. Richtig. Das sind keine Rassisten-Sticker, das sind Negativ-Sticker. Bruder, muss los. Die Nazi-Sticker sind die besten. Also irgendwie habe ich langsam wirklich das Gefühl, mein Bruder ist rechts. Aber ich bin auch rechts. Rechtsorientiert, Bruder. Joch. Jo, banned from the server. Genau der.
By the way, ich hab keine Sticker mehr. Soll ich dir welche schicken? Gerne, mach das. Oh, okay. Freu mich voll. Okay. Das war ein Fehler, dass du das gesagt hast, versprochen. Hm? Gleich so 2000 Sachen. Wo hab ich dich denn, Oliver? Mit einer Menge LSD. Bam, wie, du hast bam. Keine Sticker. Willst du mich verarschen? Ich hab keine. Hä? Ich hab keine. Los. Niemand versteht es. Du hast safe die Standard. Die Standard. Oliver, so, Nachricht an Oliver. Du hast mir doch selbst Sticker gesendet, du Lelek. Aber das waren nur 2 oder 3. 2 oder 3? Das waren über 250 Sticker. Ja. Aber ich hab jetzt keine mehr. Jetzt hab ich keine mehr. Elias, du weißt schon, dass es hier kein Abstellplatz ist, ne? Ich war ja lang nicht mehr bei WhatsApp. Brandy, geh runter vor meinem Hof. Mach dich ab, Alter, sonst gibt's Peitschniebe. Und ich steck dich in die Gaskammer. Ich wollte ja nur angemerkt haben, ne? Kann eigentlich irgendwer mein Auto nehmen, ne? Warte. Wo bist denn du gerade? Auf meinem Kinderspielplatz. Komm mal zu dir hinter, Phil. Bestimmt kannst du in mein Fahrzeug einsteigen. Ja, Shift und dann irgendwas. Shift und Y. Genau. Shift und dann Y. Ach du Scheiße. Er denkt auch, er ist Kanacke. Ey, Olli, ich schick dir mal ein paar Sticker, gell? Ja, moin. Ich war so unterwegs. Und mein Headset vibriert jetzt die ganze Zeit. Achso, weil mein Handy ist mit Ding, mit PC verbunden. Ah ja. Ja. Deswegen rastet es so aus. Mal kurz trennen, Alter. Das ist geil, Mann. Oder? Deine. Alter. Komm mal ran und drück mal Shift Y. Wo musst du denn hin? Ehrlich gesagt, da vorher ist was gerade nicht, du. Ich fahr dich einmal quer über die Map. Naja. Ja, ist doch gut jetzt mit den Geräuschen. Gut, morgen erstmal alles speichern. Da hat sich Brandy gerade, da hat sich Olli gerade gemault. GG. Du hast auch deinen Führerschein im Lotto gewonnen. Wer? Du. Ich? Komm rum und wir schlagen ihn, Alter. Er fährt erstmal auf meiner Spur, ich glaube, es hackt. Ich benutze beide Spuren. Können noch mehr einsteigen oder nur ein Beifahrer? Nö, es können noch 2 weitere einsteigen. Ne, 4. Es können noch hinten 2 drauf. Kannst, warte, wenn ich stehe, kannst du nochmal Shift Y drücken. Oder ne, N musst du drücken, N. Nochmal? Wow. Nochmal? Los geht's! Komm, wir fahren mal so zu Marc. Wir machen jetzt Drive-By, Alter. Ich bin gerade nicht aktiv. Ups, jetzt bin ich weg. Bist du ausgestiegen oder was? Nein, ich bin drin, aber ich bin gerade nicht in-game. Nicht du. Soll ich dich wieder abholen, Phil, oder was? Jojo, wo ist Marc überhaupt? Wo ist sein Hof? Auf seinem Hof oben. Ich weiß, wo der Hof ist. Drauf fahren, Alter. Ich bin unterwegs, für. Ich fahre mit 120. So. Einer. Wie viel Gigabyte Sticker ist das eigentlich? Alles. Es war noch nicht mal alle. So, für eben 70, Irre 80. Genommen! Vorhaut! Genommen! Leben! Boah, jetzt will ich auch genommen. Mit meinem Soundboard rumspielen. Nein. Ich spiele jetzt keiner weiter mit dem Soundboard rum. Der Alter, der Wind, der rauscht aber richtig. Drück mal nochmal hin. Irre genommen, Alter. Leben genommen. Hey, mein Ding ist einfach von selbst. Digga, ja, die Sticker sind geil, Mann. Sag ich ja.
Schick mir auch mal, aber bitte nicht so viele. Mach nur die Hälfte. Das nur waren, glaube ich, 500 Stück jetzt. Die besten, okay. Die besten. Dürfen sie auch ein bisschen in die schwarze Humormaterie ja. gehen? Ja. Okay. Gerne. Black Humor. Wer macht denn sowas, Alter? Drei neue Nachrichten. Geh mal raus und dann wird auf einmal so 800 Nachrichten. 850 Nachrichten. Seit wann fährst du alleine, Marc? Oh. Ein. Er tuckert hier ganz. Come on, Marc. Ich werde überfallen. Hilf mir. Ah! Ja gut, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass es mir in Armor passiert und derjenige ist mir rechts in die Seite gefahren und er ist dann von rechts weggeschleudert worden. Und verunglückt. Ja, er ist böse verunglückt. Böse? Ach, wir machen dich fertig, Alter, wir sind die Zwillinge. Schlimmste. Hallo Leute, lasst doch mal. Meine Fresse. Komm, wir ärgern jetzt die Nächsten, Alter. Los, Brandy ist ran. Brandy, wir kommen zu dir. Mann, ich jetzt fertig. Aha. Wo ist Brandy gerade? Warte, ich guck auf der Karte. Der ist bei Feld 11. Okay. Let's go. Let's go, Alter. Jetzt töten wir ihn. Jetzt töten wir ihn. Ups. Aua. Ganz viel Aua. Alter, wie unser Zeichen aber die ganze Zeit blinkt, weil wir auf dem Hof stehen. Wir sind die gottverdammte Polizei, Alter, rot und blau. Es eskaliert gleich. Kay. Was denn? Okay. Es ist gut, ziemlich oder? Schwul. Ach Gott. Eieiei. Boah, ey, Bruder, 93. Wie viel kommen denn da noch? Das war nicht was, mal. Was? Das waren schon drei, das sind nur so wenige. Marc, du hast es angefordert. Du kannst es jetzt nicht abbrechen. Weil, wenn du es abbrichst, wiederholt sich der Vorgang. Eier. Und Geier. Du musst manche nicht verstehen. Sakutan rein. Ach ja. Da ist er. Brandy! Kamikaze-Pilot! Ja, du legst dich am besten nicht mit uns an. Wie findest du, dass Phil bei mir hinten drauf fährt? Vorsicht, ich hab einen Meter. Ich, upside down, motherfucker. Hilfe. Endlich Freitag, Alter, wie geil. Egal. Bring mich raus, Alter, der ist komplett irre. Einweisen. Willkommen zurück, mit der. Ich hab die Gliedjacke. Ah, ich kann nicht mehr Ding. Jetzt schreiben mich andere, Alter. Eieiei. Ich glaub, du weißt, was ich vorhab, oder Phil? Meinst du, das schaffst du? Jetzt in der Savarie, wissen. Okay, ich lass es mal mit den Sticker gespammen. Reicht jetzt auch. Ausgetrickst hier. Amina! Oh Gott, nein! Ich hab ein Mehlwerk in der Fresse! Und Marc, wie findest du das? Oh mein Gott! Mission completed! What the heck? Bei welchem bist du gerade? Keine Ahnung, bei 21.07 Uhr. Hallo, FYWI05123. Das ist zu viel, Mann, Alter. Ja, bei 20.07 Uhr. 21 Uhr. Bist du? Ja, genau. Ja. Wo jetzt ist? Beim ersten, bei 22. Ich glaube, ich lade dich auf deinem Hof ab. Jo. Lass mal dir. Weg, Grip.
fahr jetzt einfach drüber, alter Gelände. Den wir können Kinder spielen, Alter. Alter. Ist mir doch scheißegal. Kleine das Kinder spielen hier. Ah ja. Hier. Ah ja. Ja, jo Oli. Jo Oli. Keine Ahnung, voll viele YouTuber haben Jo Oli gesagt, deshalb habe ich mir das heißt Jo Oli. Der kommt da mal angerannt, Alter. Was wollen sie, hä? Ich will in deinen Transporter. Dein Transporter. Dafür ist er, glaube ich, nicht. Das reicht, jetzt hole ich mir meinen Frontlader. Jetzt kaufe ich dir deinen Transporter. Ja, gut, jetzt reicht's mir. Ja, was denn? Dicker. Kann man bitte so wenig Zeit und Lust haben für so viele? Warum Lust? Die sind doch lustig. Wir werden die erstmal alle jetzt zu speichern, Alter. Boah. Mission completed, Alter, hier. Bam! Die jetzt alle zu speichern, da bist du ja Jahre dran. Ja, ich bin gerade dran. Und ich bin erst bei Dingen, ey, ich will keine Eier kaufen, Alter. Weißt du? Du Keck? Ja, damit habt ihr recht geredet. Meiner ist vielleicht nicht schnell, aber dafür ist er robust, ey. Ich glaube, das höchste ist also keine 70. Wissen Sie sich? Ja, ja, ja! Nö! Nein! Verpissen Sie sich! Sie sind herzlich eingeladen, sich zu verpissen! Oh, wir müssen aufhören, so eine Scheiße zu bauen. Naja, wenn die Felder noch brauchen. Zeit vorspulen, ne? Marc, hast du deine Felder eigentlich schon gepflanzt oder sowas? Alter, nee, das war mir zu lang. Besamt. Ja, war, nee, muss ich noch. Tut mir leid. Hab noch ein Date. Ich bring dich dahin. Nee, das wird zu schnell. Ich fahr wieder zurück. Hui. Ja, das ist doch keine 70, Alter. Ich fahr nur 25. Okay, das ist ja echt lahm. Es ist ein Gabelstapler, was erwartest du? Ein Gabelstapler, der muss ja so schnell stapeln können, also muss er auch schneller fahren können. Ja, 180, Alter, gib ihm. Jo, so 250, netter. Gib ihm. Er wirft die Palette in die Erdatmosphäre. So, ich pflanze mal überall Raps. Und ich lasse das einen Helfer machen. Boah, Alter, die Hälfte mach ich morgen. Zwei Sekunden später. Nee, ich mach da doch gleich weiter. Also wenn du noch weitere hast, kannst du die mir gerne schicken. Nein, grad nicht, bin da mit beschäftigt, Filzteil doch zu klauen. Ah ja, jetzt klauen sie also hier schon unter sich die Traktoren. Ja, Mann. Nein, das fehlt. Verpissen Sie sich von meinem Grundstück! Ich bin doch dabei! Go runter! Warte mal, ich kann bei dir einsteigen. Jetzt bist du dran, du. Nicht der Einzige, der irgendwas macht, das vernünftig ist. Randy! Ich mache Feld aktuell. Wer ist der Gelbe eigentlich? Gelb ist Olli, glaube ich. Olli? Ja. Yeah. Ich komm mal zu dir. Alles ich hab da so einen Migranten auf der Autobahn. Ja. Sag jetzt nicht, Phil hängt bei dir an der Seite. Doch. Ja, Olli! Ja. Ich kenn das beim Gabelstapler, der hängt so an der Seite raus. Ja. Alter, was ist das, Alter? Könnt ihr mal weil er bei dir läuft, Habibi. Willst du den Migranten haben? Nehme ich gerne. Kann er bei mir als Sklave arbeiten. Okay, ab, ich komme mal zu dir. Ich bin auf Feld 7 aktuell. Nein, der Migrant ist runtergesprungen bei dir. Ich wollte mal gucken, ob ich bei ihm mitfahren kann. Ja, kannst du. Ja, dann gib ihm. Jo, Olli, was geht? Jesus Christus. Jo, Olli, was geht? Er ist ausgestiegen. Wow. Alter, was ist hier los?
What the fuck? Jo, Olli, was geht? Sitzt du immer noch im Fahrzeug? What the fuck, Alter? Irgendwas. Der fährt vorne automatisch. Hilfe. Was geht? Digga, was geht? Was läuft da für eine scheiß Musik? Jetzt. Hey, na toll, Auto kaputt. So. Na toll, Auto ich kaputt. Ich hol's ein bisschen auf meinem Grundstück ab. Mach gut. Ja. Ich tue mein Feld gerade gegen den Strich rasieren am Nachteil. Gegen den Strich. Also du bist schon sehr weit gekommen mit dem Stapler, gell? Ja. Ui. Jetzt suche ich mir hier einen Baum. Den mache ich dann fertig, ey. Viel Spaß, ey. Den haben die. Also auf der Karte müsste jetzt bei mir aufgetaucht sein, dass ich jetzt Raps setze. Ja. Da liegt er. Der Lürres. Der Lürres. Die Alla Maradona. Will der allerbeste sein. Das glaube ich dir. Mit der AK Frankreich in der Räume. Art? Hm? Dein Stream ab 18? Ja. Okay. Ganz gut. Das macht er grundsätzlich schon, wenn ich dabei bin. Mhm. Ich glaube, bei mir ist es schlimmer als bei dir. Glaub mir. Bist du dir da sicher? Ja, Kamerad, bin ich. Okay. Okay. Bill, du hast eine schöne Sämaschine, gell? Ich glaube, die gehört jetzt mir. Alter, lass doch mal die Pfoten von meinem Ding, ey. Dein Ding will doch niemand anfassen. Verpiss dich, du Stück Scheiße, Alter. Boah, Alter. Kusch. Kusch. Dir mal helfen. Ja, mach den Pisser mal fertig oder so. Nein, helf mir. Olli, helf mir. Brandy, helf mir. Ah ja. Nice, Brandy. Ja. Really? Give me... Ihr Fotzen. Ich vergaß euch gleich. Oh, Alter. Ich weiß nicht, ob das auch auf dem Stream steht. Ich glaube, das steht auf der Playlist. Ich bin mir nicht ganz Honda Civic. Civic. Jetzt habe ich Civic gelesen und habe anstatt sicher Civic gesagt. Digga, Brandy, verpiss dich mal mit deinem Billig-John hier, Alter. Billig-John-Teurer-Teil, Alter. Ey, beleidige ich auch Johnny. Sicher, dass der John dir teurer ist als mein Leben. Ja. Naja, so viel,
So viel so. Tabak, jetzt bleibst du da. Wie du schon Intus hast, ist bestimmt dein Leben schon teurer als so ein Scheiß John Deere. Junge, so viel Weed, wie ich Intus habe, ist nicht mal ein Pagani was dagegen. Komm mit Pagani, Alter. Janik, guck dir das an. Nee, ich hab's gesehen. Na, wie lange willst du danach versuchen wegzukommen? So lange, bis er verzweifelt. Ja, das hat mich immer von, wenn man die Rede klauen will, ne? Ja, dieses Feld 5 ist schon fett. Du dämlicher Jude, Alter. Ah, nee, warte. Hm. Alles nur Dreck hier, Alter. Der rastet richtig auf. Gute Idee. Du hast mich auf eine gute Idee gebracht. Oh, so, klasse. So, hier ist seine Farm, heißt jetzt Firma Judex. Kann man mal machen. Ihr könnt bei eurer Farm selbst umbenennen, wie ihr wollt. Du hilfst mir gerade nur, Brandy, gell? Du machst es für mich noch nicht was schlimmer. Sicher? Ja. Wie Holz. So, Ollis Firma ist wieder die Holz. Ja. Die Holz. Ich und mein Holz. Ach komm, man kann es jetzt mal fahren. Wenn er gleich wieder irgendwas versucht von mir zu klauen, guck ihn wieder gegen noch die Wand. Hängt er auf dem Traktor fest. Oh gut, gleich bin ich mit dem Baumstamm fertig. Ich glaube, das Sägewerk ist gar nicht so weit von unten, ne? Keine Ahnung. Ja, das Sägewerk ist unten beim Shop. Das kann ja noch Jahre dauern. Wärest du vielleicht so freundlich und könntest einstellen, dass die Helfer das Saatgut benutzen, was im Tank ist, und nicht die ganze Zeit neues Saatgut kaufen? Ja. Super, danke. Aus, jawohl. Bei Kraftstoff genauso? Ja. Ja, alles. Alles. Und Kraftstoff auf realistisch, finde ich. Mhm. Genauso wie Schmutz. Ah ja, Schmutz auf sehr schnell, oder? Schmutz ist auf normal. Und was meintet ihr noch? Kraftstoff ist auch auf normal. Okay. Mach den auf realistisch. Da geht. Achso, geht nicht. Er meint schnell. Geht nur niedrig und normal. Geht nur niedrig oder normal. Hab den Traktor mal geparkt, Apfel. Achso. War gut geparkt, oder? Ja, jetzt kostet's auch weniger, oder? Du dämlicher Jude, Alter. Komm mal mit, ich hab ne Gaskammer auf meinem Grundstück. Oh, Alter. Verpiss dich mal, Alter. Ich kann mein Land gewinnen. Jeder Mensch kann ja sein, wie er will.
jeder Mensch kann ja sein, wie er will, aber wäre trotzdem toll, wenn du deine rechtsradikale Seite ein bisschen runterschraubst. Oder ganz sein lässt. Oder einfach mal den Polen nicht raushängen lässt und mir deine ganzen Gegenstände hier klaust. Okay. Gut, der hilft mir auch nicht mehr. Die Rumänen klauen mehr. Sicher? Dein Bling-Bingelcher. Ich dachte, das heißt Broly Glitzer Glitzer. Ja. Achtung, durch den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU sind alle 50-Euro-Scheine, auf denen das Königreich abgebildet ist, ab sofort ungültig und können bei mir kostenlos zur Entsorgung abgegeben werden. Ah ja. Ja, wahrscheinlich. Also wer das glaubt, ist schon ein Vollidiot. War schon ein bisschen baurig, wäre das. Ich geh erstmal zu Rewe. Knackwurst so knackig macht, das N. Oh wow. Ich glaub, Finn ist gerade am Timeout. Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, du bist gerade am Timeout, weil bei mir rennst du die ganze Zeit auf einer Stelle. Ja, jetzt immer noch. Ja. 60 ms und DK 30. Ich habe auch 30. 30 bis 40. Philipp, bei dir? 40. Ja, dann liegt's an deinem Internet, Olli. Pickup-Sensor verlassen. Ah ne, da hat das reingeschrieben. So, ich dachte schon. Ich hab tatsächlich den Server verlassen. Naja, tatsächlich, ja. Läuft. Seh's gerade. Ah ja. Wer hat den Scheiß an? Ich! Ich! Nickelodeon. Bikini Bottom. SpongeBob Stromkopf. Genau. Und wer ist das? Mr. Krabs. Petty Krabbe. Plankton. Genau. Jetzt hat er sich selbst in die Luft hier sprengt. Wow. Allahu. So geil. Jo, dick und doof. Oh Gott, oh Gott. Allahuan. Was? Allahuan. Was?
Boah, es fällt mir so schwer, mit dem Soundboard einen Punkt zu spielen, gell? Quälen! Ich hab wohl das Feld unterschätzt hier, Alter. So, mein Dings reift gerade noch. Ja, dauert noch. Was macht ihr gerade so? Da. Nicht wirklich Spannendes. Ich versahme. Wie gesagt, ja. Wenn alle angepflanzt haben, kann ich auch die Zeitskalierung höher machen. Ich bin gerade am Ernten, daher egal. Wem gehört Feld 14? Feld 14 ist... Nee, hier. Olli gehört Feld 18. Ah ne, Feld 5. Also mir 31 und 5. Ah. Ja, das letzte sind ja noch wenig sterben, also kannst du ruhig die Zeit hochschrauben. Ja. Ja, stimmt. Ich muss auch noch ansehen. Weil es ist so egal, Pflanzen sterben doch eh nicht. Ja, eben. Das ist ja egal. Und der Vorteil, wenn man hoch ansieht, einmal außen rumfährt und dann wieder so ein kleines Sex zerstört man schon. Aber du siehst ja wieder hinterher, eigentlich. Naja, guck mal, wenn du einmal ein Vorgewende machst. Ich kann auch Fruchtzerstörung ausmachen. Mit C-Maschine, Vorgewende. Naja. Hä? So. Also ich mach das immer hoch runter. Passiert wenig. Warum finde ich, dass er so in RS19 besser, dass man wenigstens sieht, die Fußbewegungen sieht. Aber schade, dass kein LS21 kommt. Ja. Aber dafür sollen ja hier mehrere DLCs ja kommen.
Damit machen die mehr Gewinn, als mit einem Spiel rauszuhauen. Ja, aber dann, weil wir Pech haben, am Anfang wieder so total verbuggt ist. Und dann müssen wir das eh nochmal umändern für die Xbox und PS, wenn die dann kommt. Aber die Konsolen werden schon teurer sein. Also wird die Zeit jetzt vorgestellt oder was noch nicht? Ich hatte eben schon vorgestellt. Ja. Wer hat hier einen Traktoranhänger stehen? Einen schwarzen LKW, einen Mähdrescher? Noch einen Anhänger? Das ist mein Bruder da. Ah. Ich gerade. Wo ich nicht checke, er hat ein Feld, er hat die ganze Stadt und dann auch den Schweinestall, den er nicht mehr braucht. Ja. Ich glaube, die Stadt hat er schon zurückgegeben, oder? Er war eher auf. Er war eher auf keinen aufeinander Terrasse suchen daher. Ach so. Weil wer war nicht am anderen Test? Elias. Ja. So. Jetzt gerade habe ich ein paar Probleme. Welche? Lags und. Naja. Geht gerade die Zahl ein bisschen höher, du. Ich habe immer noch 30. Jetzt gucke ich wieder bei 40. Ich immer noch 35, 40. Ja, du. Bei mir konstant 30 jetzt die ganze Zeit. Boah, der Helfer ist zu blöd, einen Anhänger zu umfahren. Leck mich doch an der Dörte. Er kriegt alles hin, nur for real. Er schafft es nicht, einen Anhänger zu umfahren. Das schafft er nicht. Da ist er zu blöd für. Wenn ich mal einen Baum kriegt er ja weg. Warum stehen hier Bäume? Wer hat diese scheiß Bäume hier hingestellt? Ahnung. Da ist der bestimmt auch gleich wieder zu dusselig. Ich schick mal kurz was in die Gruppe. Also dieser Smart sieht ziemlich bescheuert aus. Sagt mir einfach, wie ihr ihn findet. Jo, ich probier mal. Was zum Fick? Yes.
So unnötig. Das Ding sieht einfach aus wie ein Haufen Scheiße auf zwei Rädern. Oder vier Rädern. Boah, vor allem was da hinten dran ist, Alter. Das ist ja so ekelhaft. Wer sich damit in die Stadt traut, ne, der muss eben echt traurig sein. Der kein TÜV bekommt, Alter. Der TÜV wird er damit nicht bekommen. Der TÜV, der denkt sich dann wahrscheinlich auch nur so, wait, what? Bruder, was ist mit dir los, Alter? Komm zurück, wenn du alles abgebaut hast und das Ding mal richtig fährst. Ey, ich hab einfach keinen Abstellplatz. Soll das ein Motorboot sein oder ein Auto? Hast du keinen Platz zum Stellen oder was? Also ich weiß nicht, ja, wo dann, ich hin... Ja, dann komm auf mein... Dann kannst du von mir aus deinem Mietrecher auf meinem Hof stellen. Mir juckt's noch. Ich kann einfach, während er nicht da ist, einfach in den Beifahrer einsteigen. Dankeschön für den, dass ich hier Platz nehmen darf. Hab ich ja genug dann. Von mir aus kann ich die auch in der Halle aufmachen, mir ist das wurscht. Kann schon offen lassen. Ja, schon wieder 21 Uhr. So, wo sind die Preise am besten? Keine, die verfallen. Du kannst deinen Mietrecher, wenn du willst, auch erstmal hier in den Kuhstall stellen, ne? In den Kuhstall. Ja, da ist eh keine Kuh drin, also von daher. Und er ist groß genug, um da einen Mähdrescher unterzukriegen. Ich mach das dann. Tore sind offen. Mein Mähdrescher steht gerade am Feld. Er wartet auf Arbeit. Von euch kann mir niemand zufälligerweise, Wenn du 20.000 einmal überweisen, oder? Ich hab nur 3.700. Und wenn, du hast doch noch einen Kredit in den Händen. Ja, stimmt, ja. Ich hab den schon bei 500.000, also, Wie kann ich dir denn überhaupt Du musst, Escape drücken und dann auf die, fünfte Kategorie von hinten, also auf diese Farm mit den drei Menschen drinne, klickst du auf mein Ding und dann drückst du Geld an Hof überweisen. Aber ja, du hast selber wenig. Elias, ja, könnte dazu, mir mal was überweisen. Dazu sehe ich noch, dass ich einen Kredit habe, warum? Marc, könntest du noch vielleicht 19.000 entbehren? Bräuchte das für neuen Trecker? Nee. Nimm doch den Kredit, Alter. Meine schlimmer dran sein als ich kann man ja gar nicht. Ja gut, dann habe ich. Oh gut, hab 19.000 gewesen bekommen. Dankeschön. Bitteschön. Freue mich dann schon auf die Kosten, also die Zinsen da. Ich glaube, nächsten Tag bin ich im Minus, oder? 500.000 Kredit, 3.700 immer so. Wow. Hm.
Kann man meinem eigenen Meter schaden bei der Seite steigen. Geil. Achso, ich kann ja keine Zugänge öffnen gehen. Nö. Auf deinem Hof bin ich da hinten beim Feld 26. Bin unter hier, seh ich auf der Karte. Warte. Dankeschön. Oh, Janik? Ja? Weißt du, was komisch ist? Was denn? Einfahrt ist vor, das kann ich öffnen, aber keinen Hallentor. Ja, wie gesagt, die Einfahrttore, die sind beim Kunststück auf euch überschrieben, aber ich als Edmund habe ja alle Hallen. Janik? Ja? Gehen die hier auf? Gucken. Weil dann hätte ich meine kleinen Sachen da reingebracht. Perfekt. Ich lasse die dann einfach offen, ne? Okay. Ist zwar der Schweinestall, aber jo, scheiß drauf. Ja, wo parkt also, ihr bitte eure Fahrzeuge? Da, scheißegal. Ja, du hast einen Kuhstall eigentlich. Ja. Ich weiß. Du hast den Schweinestall gesagt. Ja, hier steht auch ein Schweinestall bei mir. Echt? Ja? Komm her, dann siehst du's. Da hinten, wo Oliver drin parkt, da ist der Schweinestall. Yay, yeah, gleich habe ich mein Feld fertig. Rechts ist der Schweinestall und links ist der Kuhstall. Ja, moin. Gibt's hierfür auch Trigger? Diese Lenkachse, die kann ich nur benutzen, die Trigger. Oh, bin kurz AFK, ne? Guck, Randy. Yes. Ne, ich meine zum Tiere lagern. Kann mal gucken. Kann man da F5 durch hier nix. Der Anhänger ist zu hoch. Scheiß Lenkachse da.
Also was ja Leute hier manchmal mit Lego bauen, ist ja auch ziemlich witzig. PC habe ich dir gesagt, dass du fliegen darfst. Aber was da? Ob er knacken darf. Wir müssen ja echt irgendwann einen großen Hof alle zusammen alle anfangen. Du Heiliger. Das wäre ja auch witzig. Naja, ja, aber dann hätten jeder was zu tun. So. Klar, jetzt hat auch jeder was zu tun, aber ich meine so, der eine kann dann die ganze Zeit abfahren, während der andere dann mäht, der andere kruppert, der andere sehen. Das sowas. Ist halt auch so, da macht man immer nur dasselbe, so muss man. Naja, man kann es ja immer switchen so. Das meine ich damit, aber dann brauchen wir halt keine Helfer mehr, weißt du? Und haben das Geld dann mehr. Ohne Helfer. Ich würde eigentlich Helfer ausstellen. Kann man, glaube ich, gar nicht. Doch, du kannst Helfer ausstellen, aber bitte nicht. Das ist viel besser mit Helfer. Marc. Ja, hallo, bei so einem Riesenfeld habe ich keinen Bock, die ganze Zeit das Ding abzufahren. Ich kann dir keine Helfer ausstellen. Ich finde das so, wie es jetzt ist, richtig gut. Hört euch mal die kaputte Katze an. Zum Fick. Marc, ich hab jetzt gerade alle Einstellungen durchgeguckt. Da ist nichts von wegen Helfer abschalten. Okay. Das Einzige, was man da machen kann, ist jeden Farmmanager weggeben, alle Rechte geben, außer Helfer einstellen. Ja, das könnte man machen. Es gibt jetzt einen tatsächlichen Goose-Desktop. Da läuft dann einfach eine Gans auf deinem Monitor rum. Was zum Fick? Warte, ich schicke euch mal in das TikTok. Soll ich euch dann alle die Rechte für Helfer wegnehmen? Nein! Nein, brauchst du nicht. Nein! Tu's nicht! So, habt ihr den hochgeladen. Wer war das Ganze so? Olaf. Was zum Fick? What the fuck? Mhm. War das? Yannick, ich schick dir jetzt mal ein ziemlich cooles Bild aus deinem Lieblingsanime. Darling in the Franxx? Jau. Das ist ein Video, du Klepp. Ist ja das egal. Ist kein Bild. Es ist aber eigentlich nur ein Bild, wo Musik hinterher läuft. Ja, das ist echt geil, das Bild. So, ich bin fertig. Ja, ich glaube auch. Irgendwann mal. Ich glaube, ich downloade mir auch gleich Boost Desktop. Ich will diese ganz auf dem Desktop haben, Alter. Ich würde mir... Autsch! Oh, wie dumm muss man sein? Was denn? Einer, der hat einen Transporter mit Autos und das Auto hang halt ein bisschen höher als erlaubt. Ja, kam dann eine Brücke. Ja. Den Rest könnt ihr euch vorstellen. Das Auto ist jetzt Matsche. Oh, scheiße. Das hängt dann nur so halb da drauf. Oh! Schick mir mal das Video.
Hinter diesem Wackeleffekt auf TikTok, wenn er gut eingesetzt ist, ja ziemlich witzig, vor allem bei Türen. Das sieht dann tatsächlich aus, wie als ob die da so eine Drehtür hätten. Ja, ne? Ja. Kannst du mal zu meinem Hof kommen und deine Lichter anmachen, den Pfeilen? Jo. Das macht dann 6,50 Kappa. Helga, 6,50! Genehmige mir mal mein Auto einfach hier stehen zu lassen. So, dann zeig mir mal welche Hallen. Ja, wenn das überhaupt geht, aber warte mal. Wo noch? Ja. So, ist an. Das war eben die ganze Zeit schon an. Probier mal, ob du. Komm mal her. Guck mal, ob du das selber anmachen kannst, weil ich meine, das kannst du selber anmachen. Geht's? Was soll ich da drücken? Wenn du an einem Schalter bist, einfach mal linke Maustaste. Bei der Maustaste passiert nichts. Okay, gut, dann kann ich das wirklich noch. Okay, ja, dann nächste Halle. Ey, guck mal, Brandy. Was denn? Ich sneake mich an dich ran. Ah ja. Da. Ah, ja. Oh, noch irgendwo? Nö, die hinterste Halle benutze ich noch nicht. Noch ein Schalter. Soll ich ja trotzdem schon mal Licht anmachen? Kannst du, wenn du willst. Und kannst du mal gucken, ob du irgendwie den Kärcher hier verkaufen kannst, denn. Weil da komme ich nicht ran, deswegen das unnötig. Mhm. Moment, ich bin gerade dabei. Ich bin gerade dabei. Ist weg. Danke. Den musst du höchstens selbst platzieren. Ja, mach ich dann. In der Halle da hinten, oder? Ja, in der hinten. In der und der da. Wo sollen da der Lichtschalter sein? Was? Schalter. Hier außen irgendwo, ne? Aber hier ist... Da... Ach, da, lol! Hier! Oh, oh mein. Und hier hinten die dann. Ja, um die Ecke. Danke. Jo. Boah. Ey, drück mich zweimal F5, Alter. Uff. Augenkrebs. Warum F5?
Weil du erstens dann die ganzen Trigger siehst, zweitens dann die ganzen... Also wenn ich F5 drücke, passiert nichts. Achso, gut. Dann hast du es wahrscheinlich nicht eingestellt. Was? Dass, wenn du F5 siehst, auch die ganzen Bäume und alles war. Nee. Wie stell ich denn das ein? Irgendwas in der Konsole hatte ich da oben gestellt. Ja, kriegst du einfach Augenkrebs, weil so viele Strahlen manchmal sind. Eieiei, wie gut. Sieht man mal, wie weit die Lichtwege hier eigentlich reichen. Und man sieht, wie weit die Objekte da reichen. Zum Beispiel sehe ich ein Auto jetzt in kleinen Kreis, aber ein größerer und dann immer größer. Und dann ohne. So, also ich bin fertig. Mit dir und deiner Umwelt. Ready to spulen. Ach Marc, du bist ja da auch schon so gut wie fertig. Ja, ein Strich in der Landschaft fehlt noch. Also sieht man auf der Karte. Man kann auch schlafen, ne? Nö. Timo hat die Abfrage abgelehnt. Fick dich. Weil ich noch am Fahren bin. Wieso sollte ich dann schlafen? Ich sehe auch an, aber hab ihn angenommen. Ich hab kein Farmhaus. Du kannst einfach nur den Trigger verwenden. Du hast aber eins. Echt? Ja, warte, ich kann dir das zeigen. Welches von den beiden Häusern hier? Warte, ich komm kurz zu dir hingelatscht. Dauert eine Sekunde. Was für das kleine Kinderspielplatz, der kleine Joali? Wie bitte? Ah ne, das ist... Ah doch. Ne, das ist von Elias. Da ist Phil's kleiner Kinderspielplatz. Wer hat diese Bäume hier so scheiße eingepflanzt, man ehrlich? Der Map-Ersteller. So, Brandy, ich bin gleich da. Über den Zaun. Damit kann ich nicht interagieren. Muss mal probieren, ob du hier mit R drücken kannst. R. Nö. Könnte es vielleicht das da vorne sein? Nö, das auch nicht. Okay, gut, bei mir, wenn ich halt R drücke, öffnet sich so ein Schlafmenü. Leute, ich kann ein Rolltor schließen, Brandy. Ah, nein, war's nicht. Mm.
So, Marc ist fertig. Ja, ein wenig. Also kann ich jetzt das Schlafen anmachen oder was? Ja. Mhm. Wie viele Stunden? 6, 7, 8, 9, 10? Wie viele Stunden? 6. Da fast wieder dunkel. Also noch irgendwie, mach nicht an. Ne, 5000, alles klar. Ja, ja. Das ist 2 Uhr. Ja, Netze 8 machen müssen. Egal, das reicht. Dann wär's um 4. Also 7 Uhr muss es sein. Wirklich? Ja, dann ist es hell. Ach stimmt, Jesus will es. Hä? So. Also 5 Stunden. Genau. Kannst du nicht mal mit Haus spulen? Nee, ich kann nicht mal mit Haus spulen. Ja, man kann ja leider immer nur einmal pennen. Wobei 6 Uhr reicht, glaube ich, schon, damit es hell genug ist. Stimmt. Oder? Ja. Was soll man denn da machen? Eigentlich wieder. Weil von niemandem ist was reif. Mhm. Ja, die ist ja doch ganz schön groß. Was ist groß? Die Wiese bei mir. Ja, mein Feld ist groß, ey. Dieses Ansehen. Dieses Ansehen, alles klar. Hüp. Naja, dann daddeln wir mal das komische Ding hier weg. Hab ne Idee. Wait, what? Hab eine Idee. Mann, ich hab nicht genug Geld, um das auszuprobieren. Aha. Wollt gucken, ob mir ein Kuhstall passen würde in die eine Ecke. Ja. So, ich mach da mal ein wenig Landschaftsbau bei mir. Ich kann nicht viel, ich hab 1300. Bodentyp. Nee, ich möchte keinen normalen Boden. Ich hätte gerne einen anderen Boden. Da, Tab Bodentyp. Ja, so straßenmäßig. Sowas. Ist was, Doc? Ja, ich bin hier bei dir. Ja, ich sehe es. Sehe es, dass du spionierst. Wo willst du denn einen Hof bauen? Hier. Ach, und dann nutzen wir bisschen was vom Feld? Ja, genau. Naja. Kannst du es auch als Viereck machen, ne? Ja, stimmt. Wie ging das? Musst du da gucken, aus dem Kopf. Die Modifikationsform ändern, hab's, danke.
Oh, diese Platten, die sehen einfach so ziegeldi aus. Ziegeldi, wiegeldi. Nein, meine Damen und Herren, ich habe keinen Dachschaden. Fuck. Ja, das ist extra so. Das Feld sollte kleiner gemacht werden. Ah. Nein, theoretisch, ich habe mich eigentlich nur vertippt, aber... Who cares? This shit. I'm talking. Who cares? This shit. I'm talking. Hi. Ich hab jetzt Milchreis. Lecker Milchreis. Den Müller. Von dem Müller und seine Milch. Genau. Nee, von Gutes Land. Wie kann man bitte keinen Müller Milchreis essen? Wieso? Marc? Wenn man das Geld dazu nicht hat. Heck. The fuck. Marc, ja, total, ja. Die Dinger kosten bei uns 3 Euro, Alter. Ein What the Ding. Ja. Was ist, Brandy? Hast du doch eigentlich schon einen Mähdrescher? Nein. Den kaufe ich mir gleich. Ja, dann denkt man doch da dran. Ja, Monsieur. Lass mich doch hier wenigstens meinen Hof schön schnieke machen. Mein ja nur. Ja, ja, keine Sorge. Der Mähdrescher, der kommt noch. Nicht damit er dann auf einmal da sitzt wie Phil und kein Geld hast. Ich hab noch genug Geld. Ja, ah, ja. Und bearbeitet. Verklickt mich die ganze Zeit. Du besitzt dieses Land nicht. Leck mich doch am Zuckerle. Nee, heute nicht. Hm. Morgen schon. Gut, dass das nichts kostet. Was? Wenn man hier texturiert. Doch, das kostet schon. Ach, tatsächlich? Ja, moin. Da wird man ja richtig arm bei. Nein, Spaß. So arm dann nur doch nicht. Nicht so arm wie Phil. Da, Phil, wie viel Money hast du noch? Jetzt gerade noch 10.000, aber ich bin auch gerade nicht mehr im Game. Du hast das Spiel verlassen. Schon eine Weile. Ach ja, beide verlassen schon. Wo ist eigentlich Elias? Elias ist schon längst weg. Der ist irgendwas anderes zocken. Ich hab keine Ahnung was. Ja, moin. Ihr seid schon die ganze Zeit gegangen und ich eier hier immer noch rum. Ja, Brandy, Olli und ich sind ja noch da. No. Olli. Nur die Trovatus sind da. Die Trovatus. Ja, hast du keinen Beifahrer bei dir, Olli? Hä, kommst du nicht rein? Lol. Hab ich denn jetzt ohne, oder was? Habe ich den Traktor wohl mit dem Scheiß da? Ah, mein Arsch. Die kleinen, nur die Mitteltraktoren und die ganz großen. Das ist ja, glaube ich, ein großer. Was hast du für einen? Johnny 7er. John Deere 7? Johnny 7er. John Deere 7er? 7R, ja. Ja, da sollte es eigentlich gehen, hä? Oder kann sein, dass du es umgestellt hast? Ich muss mal zum Konfigurator fahren. Ja, das musst du in Konfiguration einstellen. Da steht dann, unter Reifenhersteller steht dann Universal Passenger. Und alle Spieler nur vom Bauernhof deaktiviert.
Ja, kann sein, weil ich habe mir da irgendwas umgestellt. Kann sein. Soll ich dich wohin bringen oder was, Brandy? Brandy? Was denn? Soll ich dich irgendwo hinbringen, weil du meintest gerade oder was? Nee. Man kann dich da fast überall hin teleportieren. Oha, das ist nicht mal gewachsen, scheiße. Bei mir ist es gewachsen. Wow. Really? Hat jemand eine Kirche? Ja, auf meinem Hof. Aber okay. Kannst du selber nicht bedienen? Ach so. Wenn ich ihm, glaube ich, Lohnunternehmer kurz gebe, kann er es, glaube ich, bedienen. Ja, ah, egal, dann nicht. Dann egal. Zur Not kann ich auch versuchen, zur Not kann ich auch den Cash in die Hand nehmen und ich kann gucken, ob ich deinen Traktor selber machen kann. Das sollte ja, glaube ich, funktionieren. Okay, wo bist du gerade? Ich fahre jetzt gerade Richtung mein Hof. Ich habe gerade meinen Traktor geholt. Ich meine nur halt die hintere Maschine, aber die geht eh wieder dreckig. Das lohnt sich, glaube ich, nicht. Na, wie gesagt, man kann es halt probieren, ne? Ja, probieren schadet ja nicht. Ja, deshalb ja. So, jeder ist mit Ansehen fertig, muss warten. Kann gleich nochmal schlafen gehen, Zeit auf 5000 umstellen. Kannst du nachts schlafen? Nein, ich kann auch morgens schlafen. Echt? Also zumindest steht er bei mir schlafen, wenn ich in dem Haus bin. Also ich höre an deinem Ding. Ja, ich bin gerade noch unterwegs. Kein Problem. So, ich hätte, glaube ich, sagen sollen, Beachtung, Baum fällt. Wenn niemand bei dir in der Nähe ist von uns, dann nicht. Dann juckt's ja nicht. Achso, okay. Na, das ist auch noch irgendwie einfach. Lol, das ist wirklich noch nicht gewachsen. Ja, 50% gedünnt, what the fuck. Ja, das funktioniert, ich kann deine Maschinen sauber machen. Plus 100 überwiesen. Bis waschen. Brauchst du nicht, um Gottes Willen. Will irgendwer Holz haben? Gib dir mal ganz kurz Lohnunternehmer. Probier mal, ob du den Cash jetzt benutzen kannst. Okay, warte, ich komm. Ja. Ja, gut. Ich nehme dir den Status mal wieder weg. Ja, jetzt kannst du den, glaube ich, nicht mal wegpacken, oder? Den Kärcher. Ja. Warte. Jetzt kannst du ihn wegpacken. Hast du ihn weggepackt? Ja.
Also wenn wer Holz haben möchte, ich hab hier so ein bisschen. Mhm. Ja, ich hol mir gleich Holz ab. Hast du es klein geschnitten? Ja, so ist Kran mäßig geschnitten. Oh ja, dann hol ich es mir mal ab. Jetzt sagen wir, ich bin noch gerade dran. Einzuschauen. Hm. So, wie gesagt, ich hol es mir mal lang. Komm dann mal langsam vorbei. Hast du einen Holztransporter? Wen meinst du? Ich habe einen kleinen Trailer für mein Auto, wo das Holz drauf kann dann. War dann bestimmt nicht so beschissen, die Phil. Was? Dass ich alle zwei Sekunden umkippe. Ne, Phil? Klatscht gleich, Alter. Vorhin bin ich nicht umgekippt. Nein? Nee, mit einem neuen Transporter nicht. Ja, mit einem neuen. Bring Hackschnitzel eigentlich irgendwas. Geld. Viel. Hm? Nicht viel. Shit. Also so pro 1000 Euro. Ja, ich seh's genau. Irgendwas. 150. Sogar noch weniger. So, da musst du ordentlich fahren. Da. Hackschnitzel war welches Symbol? Diese drei Dinger da, vor dem Silo. Ah, ja. Super. Willkommen. Mhm. Wenn ich jetzt so überlege, wie viele Bäume das sind, dann. Ist nicht gutes Geschäft. Nee. Die müssten mal sowieso weg. Ja, ich habe hier so einige Bäume. Die wachsen nach einer Zeit auch wieder nach, ist dir klar, oder? Hä? Okay. Oder wenn beziehungsweise spätestens, sobald man neu ins Game reinkommt, stehen die da wieder. Wirklich? Ja, glaube ich. Weil ich weiß nicht. Also vor allem, sobald man die auch direkt bebaut. Ach lol, du hast es ja tatsächlich bei dir ein bisschen verändert. Ja, ich habe jetzt hier schönen Boden. Seiten aufmachen vom Trailer. Wie geht denn da die Seiten aufmachen? Da musst du im Auto mit links und rechts. Und Mitte, Mausrad. Objekt zu schwer. Ja, Melis. Direkt hochladen. Ah, wir bräuchten diese Mod, dass man alles hochheben kann. Ja. Darker Bauer Mod. Ja. Die wäre sinnvoll. So müsste ich jetzt hier den ganzen Scheiß nicht so klein hacken. Kenn ich. Dass du da nur so Mini-Stückchen hast. Transportiere. Ein paar von den Dingen, die du mir geschnitten hast, sind ein bisschen zu groß. Ja, dann mach so einen. Ich hab keine Kettensäge verpackt. Die Dinger kosten 1000 Art. Das dürfte wohl. Ja, wo finden. Unter Anhänger. Dann unter. Ah, Kettensäge da. Kosten ja alle 1000. Ja.
Gibt's keine bessere, es gibt auch keine stärkere. Du hast keinen Zugang zu diesem Land. Okay, okay. Kann ich jetzt schneiden. Ja, warte. Du machst. Bist du für 2 Tage los? Für 2 Minuten. Irishim. Oh, jetzt darfst du schnipseln. Schnipsel, was die Bohne hält. Hey. Du hast keinen Zugang zu diesem Land. Das ist aber jetzt scheiße. In der Lampenzahl lebt ihr denn plötzlich im Saale. Wusstet ihr das schon? Ich könnte wissen, dass Marc Drogen genommen hat. Aber nur lachte. Kratztrocken. Hacke, Hacke, Peter, der Holz kommt von selber. Ja, nicht, wolltest du mich holen? Will ich erstmal mein Holz aufladen? Mann, Brandine, du bist wieder so in. Mach doch mal hinne. Vincent, Kinder. Noch ein Stämmchen. Ich küte jetzt noch ein Stämmchen. So. Das bezahlst du mir aber. Das sagst du. Statt es keine Solarpanels gibt. Ich hab doch mal Solarpanels. Ja, im LS13 aber auch nur. Nee, auch in der LS17 gab's auch so. Solar. War das alles oder kommt das? Nee, da guckt ihr ja doch an, wie viel da neu ist. Jetzt gibt's einfach gar nichts, womit man Geld verdienen kann. Der Baum muss noch gefällt werden. Hier ist noch ein dickes, fettes Stück. Scheiße. Dickes, fettes Scheiße. So, darf ich dann erstmal mit Trailer lernen, oder? Ja, warte, nimm doch eben hier diese kleinen Mini-Stückchen noch mit. Ja, wirklich, Mini. Da, nimm dann andere rechts, wenn du das tragen kannst. Können wir auch einfach in meinen Pickup hier hinten reinladen. Hat das einfach einen Pickup. Man kann sie mehrere kleinere machen. Boah, bis man hier durch diesen Kamm durch ist. Ja, ich glaube, das Ding hier muss ich so klein haxeln, dass du immer so Scheibchen mitnehmen kannst. Ja. Ich doch Scheibchen. Immer Scheibchen schneiden. Aber im LS17, da kann man mehr tragen, gell? Ja. Ein bisschen mehr, glaube ich, weiß ich jetzt aber nicht viel mehr. Ja. Dann fahr du kann eben. Ja. Du verkaufst das Holz. Wünsch mir eine gute Wartung. Jo. Lass nichts fallen von dem super guten Holz. Nee, mach ich schon nicht. Wo ist ein Sägewerk? Genau, oder? Ja, da unten. Dein Ernst? Hm? Nix, alles gut. Wie Objekt. Dann darf ich das denn jetzt nicht hin. By the way, Phil, soll ich dir zeigen, wie man richtig verlädt? Ich klatsch hier gleich welche, Alter. Ich hab einfach keine Lust, zweimal zu fahren und richtig verladen kann ich. Für die physikalischen Gesetze in Alice kann ich doch wohl nichts. Ja gut, das ist auch wieder wahr.
Ich habe schon öfters so gut verladen, dass ich nur wirklich eine Pyramide gebaut habe. Kleopatra hätte gesagt, Respekt. Kleopatra, nicht Kleopatra. Kleopatra habe ich doch gesagt. Kleopatra. Die Olle, die Milch gebadet hat. Oder wie manche sagen, Eselwichse. Auch wenn es nicht Eselmilch war. Eselwichse? Möchte keiner wissen. Wie darf ich mir das vorstellen? Waren da so 500 Esel, die haben um so ein Becken herumgestanden? Und dann kam jedes Mal so, so eine Frau, los jetzt, lass mal den Turbo einschalten. Und hat dann die Milch, in Anführungsstrichen, in den scheiß Becken reinfließen. Brandine! Du dummes Etwas. Oh, was hast du da gemacht? Jetzt baut er mir hier das alles durcheinander, dieses komische Kind. Das komische Astloch. Du musst Astloch sagen. Das A-Loch. Oh. Astloch. Oh, du Astloch. Na kurz, ja. Marc, hast du noch von dem Holz? Okay. Randy, ich kick dich gleich vom Server, ey. Das kannst du nicht, das kann nur ich. Lass mal Adminrechte rüberwachsen. Kann ich jetzt gleich. Adminrechte rüberwachsen, Kollege hier. Ach, Brandy ist wieder da. Brandy ist auch schon. Phil ist wieder da. Quack! Irgendwie sieht das jetzt hier gerade komisch aus, mein Bild. Du hast dich hier bewegt. Jetzt stehst du wieder. Jetzt. Hä? What the fuck? Ja, da bin ich. Ja, ich hab noch was von dem Holz. Ich hab noch was. Perfekt, dann hol ich mir das gleich, dann rauche ich das. Wollt mir mal über gucken, was sie hier gerade so macht. Du hast keinen Zugang zu diesem Land. Das ist aber jetzt doof. Warte mal, wo gammelt hier überhaupt wer rum? Olli ist da oben, Brandy ist gerade da hinten, rennt gerade zu mir. Yannick gammelt beim Sägewerk und Marc ist... Gammelt bei sich selbst. Gammelt bei mir, gell? GG. Ja, kannst du nicht einsteigen, was, Randy? Deppen, Fackel. Ja, mein Auto ist dafür, das Auto ist dafür nicht ausgelegt, oder? Ich hab's noch nie eingestellt. Warte. Nö, kann man gar nicht. Ja. Champion, ja, Alter. Was für ein Paparazzi. Olli, du hast es dir hoffentlich nur gemietet? Ja. Gut. Mich stören diese Bäume hier und da hinten, kann selber schauen. Also, weißt du, da wo das Wasser ist, gell? Ah, will ich hier auch schon, das ist ja ganz schön nah dran. Ah, meine Gäste ist glaube ich mal fertig. Hafen. Ah, bist du auch wieder da? Jo. Das haben die alle jetzt gerade nicht bemerkt. Ja. Mir war es halt ein bisschen unnötig, hier die ganze Zeit zu sitzen und darauf zu warten, dass mein Hafer fertig wird. Du schneidest, ich pack rein. Und Brandy, okay. Ist das jetzt auch noch Holz oder was? Ja. Das ist mein Holz, Brandy. Das ist mein Holz. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Spannend. Warte, ich habe hier keinen Zugang zu diesem Land. Das ist mein Land. Das habe ich gekauft. Wie? Bei eBay, gell? Kleine genau. Zeigen. Objekt zu schwer. Ich weiß nicht, also Raum bis jetzt habe ich es perfekt geschnitten. Ne? Das hat jetzt niemand gehört von euch. So, vorhin sind die Objekte. Ja, doch, das habe ich auch gehört. Ja. Was ist beim Anhänger los, hä? Der wackelt so komisch. Als ob ein Zeitlupe gewickelt wäre oder sowas. Marc, ich komme, um mein Holz holen. So. Alter, der Anhänger hat Probleme.
Leck mich doch am Arsch. Hui! Moin. What the fuck, Alter? Mit dem scheiß Anhänger los. Passt der dein Anhänger auch so ab, Yannick? Nö. Nö. Dein Anhänger ist ganz ruhig. Ja, meiner sieht so aus, als ob ein Zeitlupe irgendwie gefangen wäre. Du kannst ein bisschen größere Stück schneiden, die kleineren kommen in den Mann. Ja, wie soll ich die größeren Stücke schneiden, wenn ich sie nicht tragen kann? Da haben wir doch noch Holz. Also ich mache unterschiedlichste Formen, ne? Ich mache Dreiecke, ich mache Pyramiden, ich mache Runde. Hakenkreuze. Naja, die eher weniger. Hab ich gestern was anderes gehört, Marc. Mhm. Marc, wir müssen sich hier nicht äußern. Das klären wir vor Gericht. Du hast was recht auf einen Namen, weißt du? Wirklich? Nö. Das ist aber jetzt scheiße. Ja, kannst damit weiter säbeln. Ich säbel hier mal weiter. Ich will eigentlich das Holz aufladen. Ach so. Ich bin erstmal mit Holz ab. Wem auch immer diese scheiß Saatgutsäcke gehören, ne? Das ist unglaublich. Der sollte sich schämen, Alter. Geben mir so oft die Nüsse. Geh mal davon aus, dass die Brandy gehören. Mhm. Janik? Mhm. Dann ich Oliver. Mal, ich hatte mir nur welche? Zwei Stück geholt. Ich hatte mir nur die zwei Saatsäcke. Stück geholt und die sind direkt. Also meine sind von der Einfahrt aus so. Ja. Aber die vom Laden eher nicht. Dann weiß ich's nicht. Das sind Elias, glaube ich. Also du kriegst jetzt gerade nur Müllstücke. Weil die Dinger hier halt nicht so zu tragen sind. Ja. Kann ich mal von dir was hochqualitatives? Dann kann ich mal von dir was qualitativ hochwertiges erwarten, Kappa. Mimi. Mach mal einen Gang runter, Peter. Warum kann ich jetzt hier dieses beschissene Land nicht kaufen? Geil, das ist aber der. Oh, der sagt, ich muss jetzt ernsthaft einen Anhänger kaufen, nur damit ich die scheiß Holz da. Warte mal. Also, ich muss ja eh noch was kaufen. Also, ne? Ich kaufe. Was ist mit diesem Anhänger los? Fuck! The shit, I'm out. Da, Forstmaschinen. Ich fand die Forstmaschinen nicht. Möchtest du direkt einen Hackschnitzel? Soll ich direkt einen Hackschnitzelwagen holen oder nur einen Holzwagen? Wie was bringt du? Mehr? Ja, was bringt mehr? Warte, ich kann gucken. Also ich würde es tatsächlich sogar sagen, Hackschnitzel bringt, glaube ich, sogar ein bisschen mehr. Ja, aber dafür brauchst du halt wieder einen ganz normalen Anhänger, ne? Ja, hab ich ja. Wenn ich das Problem. Ach, dann komm, lade ich jetzt schnell. Normalen. Ich nehme jetzt einen normalen, der ist auch günstiger. Ja. Ah, ich bin nochmal auf dem Weg.
Ich gebe jetzt mir hier schnell die letzten Holzteile. Naja. Kommt gleich noch mehr dazu. Ja, also solche Holzdinger da. Ja. Das Auto. Ich habe jetzt erstmal meinen Dinger voll gemacht. Das heißt, ich werde jetzt erstmal zum Sägewerk fahren. Ich finde das ja echt witzig, bei meinem LS17-Stream waren mehr Leute da, die ganze Zeit rumgemeckert haben, ja warum kein LS19? Und jetzt ist LS19 da, ist jetzt kein Schwanz. Keine Sau da. Richtig? Ja. Und gestern beim Arma-Stream waren auch wieder mehr dabei, beziehungsweise dann zum Ende hin waren dann wir weniger da. Ja, zum Ende hin ist ja normal. Ja, ich glaube, ich daddel gleich noch um 23 Uhr ein bisschen. Hab mich eigentlich mit einem schon verabredet. Haben nämlich gestern. Auch wenn du möchtest, Arma zocken gehen. Haben wir nämlich gestern aus Muscheln Perlen gesammelt. Und der hat er noch wahrscheinlich in seinem Apartment. Sag ich mal so, ich hoffe es doch, dass er noch welche hat. Aber ich glaube mal, dass er sie wahrscheinlich alle verkauft hat. Und mich über den Tisch gezogen hat. Bin halt sein armes Kind. Würde ich genauso machen. Helfer C hat einen vollen Korntank. Wem auch immer der Helfer gehört. Warte. Das war ja. Warum? Den kann ich jetzt nicht mehr lenken. Lenken ausgeschlossen. Ja, keine Ahnung. Dennis meldet sich auch nicht. Ja, super. Wie schnell bist du? Alter. Und dass jedes Stück irgendwie so passt, Alter. Ein bisschen länger können die, glaube ich. Nee, jetzt nicht im Ernst. Ich hab mich doch da jetzt nicht im Ernst festgesetzt. Moin, Phil. Oh. Marc, wo stehst du? In einem Land vor unserer Zeit. Wahrscheinlich. Was? Weiter konnte nicht zurückgesetzt werden, weil es noch benutzt wurde. Wurde benutzt. Was auch immer. Was auch immer so. So, Kurve. Kurve. Bremsen. Andocken. Kurve. Umdrehen, rückwärts, andocken und ab geht die Porsche. Huch, ich werde ja beinahe, oh shit, ich bin über Feld 25 gefahren. Das gehört aber keinem, dann ist er gut. Dann habe ich meine Pflicht und Schuldigkeit leider nicht. Einfach mal so bei jemandem übers Fahrrad. Ja. Guck mal, wie voll der Hänger ist. Da passt noch nicht. Sieht mir schon voll auf. Okay. Aua. 72%. Naja. Fruchtzerstörung ist aus, oder? Fahr drüber, nimmt sich so als anders. Warte. Ja, ist. Ist aus.
Ja, klar, schieb dir den Baum noch weiter weg, ja. Ja, fahr vorbei. Mark, alles okay? Keine Ahnung, mein Anhänger buggt irgendwie so. Ja, das hatte ich auch mit meinem. Der ist irgendwie eine andere Gravitation gefangen. Dann hat er mich auch rumgeschleudert. Warum auch immer. Okay, da wo denn das. Oh, Janik, wie bist du denn mit dem Fahrrad? Oh, hier geht's am schnellsten. Der ist irgendwie zu schwer. Irgendwie sind ja alle zu schwer, Olli. Wow. Scheiß Baum, Alter. Würde ich mal sagen, quer durch, oder? Jo, WB. Das Stück, was ich weggeschubst habe, ist auch so schwer. Bisschen Scheiß, Boah. Soll ich jetzt mit dem Traktor vorbeikommen, oder was, Marc? Genau, tausend. Ach Gott, ich bin so abgelenkt. Und mach mal bitte hier das wieder an. Was soll ich anmachen? Ich hab mit Olli geredet. Marc, soll ich jetzt mit dem Trecker vorbeikommen, oder? Nein, brauchst du nicht. Ja. Ah ja, ich frag's zu deinem Bruder. Noch eine Runde Bock auf Arma später. Also, eine Runde über dumme Menschen lustig machen. The fuck? Hä? Wie geht's denn dir eigentlich so, Marc Sondermann? Oh, ein gar mal so schlimm. Ja, hier ist so schwer, wo ich drauf stehe. Ne? Was ist mit dir los?
Ich hab mit Absicht gerade einen Hänger angekoppelt und abgekoppelt. Achso. Ja, Marc. Wie geht es dir denn? Nice. Hier oben ist eine frische Luft. Was machen sie denn da? So, wonach sieht's denn aus? Lassen Sie mich Ihnen helfen. Warum lässt du dir nicht bei dir hinten was reinfeuern? Hab ich gerade schon. Ich habe mir ja was schon was geklaut. Hat er für 1000 kassiert. Ich weiß gar nicht. GG, Handy hat kein WLAN mehr. Fick dich. Bin kurz vom Rechner weg. Nicht, dass man's hört. Wie einfach so sich vorne die Baumstumpffräse mitbewegt. Ich glaube, das Ding habe ich nicht begriffen. Ah ja! Einnahme mit Geduld. Ui! Nein! Komm mir das mal, ne? Könnte im Strahl auseinandergehen. Ja! Ja, gut, ne? Ich wollte eigentlich nur den Stamm hier irgendwie greifen. Na, das ist Baumstümpfe. Eier! Eier! Oh, shit! Ich will doch eigentlich nur diesen Kackbaum hier kriegen. Versuch's jetzt nochmal, jetzt stehe ich ja auf deinem Trailer drauf. Au! Yes, Bitch! Au! Damit ihr nicht rausflutscht, Alter. Uff! Das war ich jetzt mehr als knapp. So, Ladungssicherung geglückt. Na gut, jetzt hängt da aber ein bisschen. Was geht hier gerade ab? Man diese ganzen Nebenäste hier wegmachen, die so hardcore um den Piss gehen, weil du einfach so null siehst. Die sind noch ein bisschen schwer. Alter, irgendwie sieht gerade das Ganze hier ein bisschen bei mir verbuggt aus. Ich habe keinen Zugriff auf diesen Schlamm. Ja, warte, ich guck jetzt. Hier hast du Lohnunternehmer. Hier, Phil, hast du Lohnunternehmer. Bitteschön. Kannst auch schnibbeln. Achso, jetzt könnt ihr ja auch auf meine Fahrzeuge zugreifen, stimmt. Also wer möchte, kann, wenn mein Phil später dann fertig ist und ihr seid noch da, wenn ich jetzt bei Herrn auf Armer gehe, könnt ihr ja dann das Feld noch ernten. Das würde dann aber auf unser Konto gehen. Ja, nicht schlimm. Gibt er mir 10 gibt er mir 50%. Fertig. 50. Ja. Bin sogar noch gut bei der Sache. Hallo, gestern wäre ich beinahe überfallen worden. Der Witz war, die sagen so einfach, nee, lasst lieber Leute, der hat nur ein T6. Der ist noch ein, das ist noch ein Neuling. Da bin ich eigentlich schon fast knapp ein Jahr auf dem Server. Oh, das tut weh. Ja, und das nur, weil ich einfach nur mit dem T6 da her eier. Und jeder, der kackt mich dann immer so an, so, warum eierst du noch mit dem T6 da rum? Sag ich, ja, weil war lange Zeit halt auf Urlaub, ne? Mallorca und gib ihm. Mallorca.
Mallorca ein paar Chicks weggeflankt. Ja. Also richtig, Digga. Naja, ich mach mich da jetzt auch mal auf den Weg. Jo. Upp. So, Transporter ist schon ganz praktisch. So. Ja, alles klar. Ja. Das aus, Alter. Hast du das mal gesehen, wie das aussieht? Das sieht irgendwie ziemlich komisch aus. Naja. Bis denn. Bis denn. Bis denn. Ja, ich wollte aus Dings raus. Ja. Das ist so schwer. Connected. Channel switched.